Wir fahren ein letztes Mal mit dem Orient Express und es heißt Endstation Istanbul. Wir versuchen zumindest heute in der Session die Kampagne Horror im Orient Express zu beenden. Wir fahren hier jetzt doch schon eine Weile durch die Gegend mit dem Horrorzug, haben auch ein paar Mal Leute aus der Besetzung durchgewechselt. Aber zu meiner großen Freude haben wir 7 Mitspielende und damit eigentlich alle, die regelmäßig oder öfters dabei waren, an Bord. Und direkt schon mal eine Ansage, es wird einiges geändert werden, was auch nötig ist, damit das überhaupt in einer Session heute beendet werden kann. Und wir schauen mal, wie viel vom Original noch übrig bleibt. Es sind heute dabei, um mich zu unterstützen. Mir wurde des Öfteren gesagt, ich soll auch meinen Namen laut aussprechen, damit Leute sich nicht irgendwie die Blöße geben müssen, wenn sie mich treffen, nicht zu wissen, wie mein Name ausgesprochen wird. Daher hallo, ich bin Mairi und ich werde heute eure Spielleitung sein und schlimme Dinge mit den Charakteren der Spielenden anfangen. Und diese Charaktere sind einmal der freundliche Verbrecher mit der Tommy Gun in seinem Geigenkoffer, Julius Petersen, ein Nordlicht aus Hamburg, gespielt von Mirko, einem Nordlicht aus Hamburg. Hallo Mirko. Moin. Das ist sehr, sehr nordisch. Nichts weiter zu sagen als das zur Begrüßung. Ja, wenn du mich so ankündigst, dann muss ich das doch auch durchziehen. Also, schön auf jeden Fall, dass du da bist. Ich freue mich. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Und auch wenn deine Tommy Gun leider den Weg alles Sterblichen beziehungsweise alles vom Verschleiß Betroffenen gegangen ist. Wie auch ein Auge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie auch ein Auge, das ist korrekt. Dann kann man eh nicht mehr so gut mit der Tommy Gun zielen, von daher. Ja. Alles geht, die streut. Das stimmt, ja. Dann, mit dem leicht verblüfften Gesichtsausdruck, als fehlende Augen erwähnt werden, Guinevere Beaumont, die französische Abenteurerin mit archäologischem Einschlag. Manche würden sie vielleicht eine gehobene Grabräuberin nennen, aber Mauki, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich. Bonjour. Du hast aber vergessen, noch Coco zu erwähnen, mein Chamäleon. Das Chamäleon, ja. Ja. Guinevere Beaumont hat in, oh, wo war das denn? Das war noch ziemlich am Anfang, eine der ersten Stationen in Mailand, glaube ich, ein magisches Chamäleon aufgesammelt und nicht wieder hergegeben. Und jetzt hat es offensichtlich auch einen Namen, Coco. Und es wird von Coco, der Ratte von Mauki, gespielt. Genau. Das finde ich gut. So anpassungsfähig, dieses Chamäleon. Ja, das ist ja magisch. Ja. Das Kokomelion, ja, vielen Dank. Das Kokomelion. Dann, mit im Zug ist der Journalist Vernon McAllister, der alles mitschreibt, auch wenn, glaube ich, langsam die Hoffnung sinkt, daraus einen vernünftigen Artikel machen zu können. Gespielt von Erik, ihm, der im Layout lebt. Hallo Erik. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Naja, dann kann man immer noch ein Buch draus machen. Ja, aber ob es als Tatsachenbericht noch durchgeht, ist langsam. Dann vielleicht auch egal, je nachdem, wie es Vernon geht in einer Stunde oder so. Ja. Dann haben wir den zweiten breitschultrigen Boxer aus Italien, Mario Pedersoli, auf der Suche nach seinem guten Kumpel ursprünglich, der in Venedig in Begleitung dieser Truppe verloren gegangen ist, mit einer ungewöhnlichen Verletzung an der Brust. Hallo Patricia! Einen wunderschönen. Der Penner schuldet mir noch Geld. Wie hieß dein Kumpel, der vermisst wird? Das war Carlo Girotti. Carlo Girotti, ja. Überraschung. Mhm. Nikos Idee. Danke, Nico. Danke, Nico, an dieser Stelle. Ich glaube, es haben viele im Chat schon gemerkt, aber das sind natürlich Verdrehungen der originalen Namen von Terence Hill und Bud Spencer. Und Carlo Pedersoli und Mario Girotti. Robert Schmitz, der hünenhafte Deutsche, glaube ich, wurde er letztes Mal genannt. Oder der Berg von einem, der deutsche Menschenberg. Ein großer, wortkarger und zu Gewalttätigkeit neigender Mensch aus Berlin, wenn ich mich recht erinnere, mit einem Fleischermesser, gespielt von Walker. Hallo! Ja, exakt, Julius, du schuldest mir immer noch Geld und du kommst nicht weg, bevor du es mir gegeben hast.
So simpel ist es. Das schauen wir mal. Aus Versehen in die ganze Sache reingerutscht. Er wollte doch nur Musik machen. Robert Gilmore, der Jazzpianist. Noch im Besitz aller Finger, glaube ich, aber er hat schon von jemand anders welche abgebissen. Gespielt von Oliver Hoffmann. Hallo. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wie gesagt, ich finde es super, dass wir wirklich Full House bzw. Full Train haben heute. Auch wenn es natürlich bedeutet, dass wir alle ein bisschen geduldig sein müssen. Und dann, last but certainly not least, Susan Elizabeth McAllister. Die Cousine von Vernon McAllister und tatsächlich erfolgreichere Okkultistin als die tragisch verstorbene Madame Obscure. Denn Susan hat zumindest schon mal erfolgreich magische Zeichen gemalt, die Vampire aufgehalten haben. Und in der letzten Folge einen magischen Traum herbeigeführt, der zu bizarren Visionen geführt hat. Da hatten wir letztes Mal aufgehört, kurz vor Istanbul. Gespielt von Evie, der Allgegenwärtigen. Hallo. Hallo. Ja, mal sehen, ob die Wahrträume, falls sie denn überhaupt wahr sind, von einer Frau, die in ihrer Heimat auch als Mad Sue bekannt ist, weil sie mehrfach auf Kur war. Wegen Hysterie. Institutionen. Ja, ob sich da irgendetwas bewahrheitet draus, wäre auf jeden Fall spannend zu sehen. Ist so eine ganz kleine und zierliche Person, ne? Hat aber scheinbar vor wirklich wenig Angst. Das macht einem manchmal ein bisschen Angst, glaube ich. Ja, manchmal auch vor. Wir werden sehen. So, das ist unser wunderbarer Cast heute. Und ich sag, die Absicht für heute ist, dass wir alle Spaß haben. Es wird creepy und es wird fies, aber ich hoffe, ihr könnt es genießen. Ich hoffe, es wird eine Show auch für euch und nicht nur für die Leute im Chat. Denn meine Grundeinstellung ist, erst wenn alle, die hier mitspielen, Spaß haben, lohnt es sich auch zuzuschauen. Weil man will ja nicht Leuten zuschauen, die keine Laune drauf haben, die sich schwer tun oder sonst irgendetwas. Also lasst mich wissen, gerne auch im Chat, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn ihr irgendwas anders wollt, wenn ihr euch irgendwas wünscht für eure Charaktere, wenn ihr sagt, okay, ja, in dieser Szene wäre es cool, wenn irgendwie was Schlimmes passiert oder so. Kommt auf mich zu, wir können dafür auch kurz die Handlung anhalten. Es soll einfach nur schön werden für alle und dramatisch. Das ist das Ziel für heute. Ich werf kurz das Intro an und dann erreicht der Zug den Endbahnhof. Bis gleich. Der Zug hat Istanbul erreicht, das vormalige Konstantinopel, und fährt mit verringerter Geschwindigkeit langsam mit einer langen, vom Meereswind über die Stadt geschobenen Fahne aus Dampf am Marmara-Meer entlang. Es ist ein gleichmäßiges Tschuk, 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 als er von Schienenstück zu Schienenstück sich vorwärts schiebt. Und dann um das Serai-Kap einen langen Bogen macht. Und knapp bevor der neuen Brücke, die Galata mit Stambul verbindet, mit der Altstadt, anhält im Hauptbahnhof Sirkeci.
Und das ist auch der Punkt, wo ich die Ivy bitte, wenn ich meine türkischen Aussprachen vollkommen versemmel, mich vielleicht darauf aufmerksam zu machen. Aber da hier alle I's mit Punkten geschrieben wurden, ging ich davon aus, dass es Sirkeci ist oder sowas ähnliches zumindest. Ich kenne tatsächlich auch nur die Aussprache von Orten, an denen ich entweder schon mal war oder über die schon mal jemand in meiner Gegenwart gesprochen hat. Alles andere habe ich lesend gelernt, demzufolge, wobei die türkische Aussprache sehr regelmäßig ist. Aber ja, also ich weiß wahrscheinlich auch nicht alles. Sirkeci auf jeden Fall ist der große Bahnhof von Istanbul, einer Metropole, die nach langer, langer Historie als Hauptstadt eines römischen Reiches, als Hauptstadt des byzantinischen Reiches, als Hauptstadt des osmanischen Reiches jetzt auf einmal sich wiederfindet als eine Großstadt in einer neuen, erwachenden türkischen Republik, die sich mit Zähnen und Klauen und wilder Entschlossenheit dagegen gewehrt hat, nach dem Ersten Weltkrieg von den alliierten Mächten in kleine Stücke zerschlagen zu werden. Aber es ist und bleibt immer noch eine Stadt, die immer eine stolze Krone getragen hat, die immer schon an einem der wichtigsten Verkehrswege des Mittelmeeres lag und die immer schon genau an der Stelle angesiedelt war, wo Königreiche, Kaiserreiche und Kulturen aneinander stießen. Und daher begrüßt euch Istanbul. Wenig überraschend, mit Lautstärke. Istanbul hat einiges zu sagen und das in verschiedensten Sprachen. Das meiste, was ihr hört, ist türkisch. Es gibt aber, da der Simplon Orient Express gerade eingefahren ist, auch eine Reihe Durchsagen auf Italienisch und Französisch. Ihr seht auch durchaus Schilder, die auf Arabisch sind, beziehungsweise auf Türkisch und Arabisch. Und auch das Türkisch, das ihr hört, ist durchaus auch immer wieder mit arabischen Ausrufen durchzogen, die einfach wie Interjektionen, wie gesprochene Ausrufungszeichen an Sätze hinten dran gehängt werden, um Eile, Dringlichkeit oder Missgestimmtheit auszudrücken. Aber auf jeden Fall kann man Istanbul nicht unterstellen, dass es irgendwie einen Schleier darüber breiten würde, was es ist. Es will alle Sinne sofort und intensivst attackieren. Es ist laut, es riecht nach dem Kohlenrauch und nach dem Dampf der Züge, nach Essen, das gegart wird, nach dem Meer, auch nach der Kanalisation und nach sehr, sehr vielen Menschen auf engem Raum und nach Tee ein wenig, könnte man fast schwören, offensichtlich oder möglicherweise auch, weil der ebenfalls hier überall an den Straßen gebraut wird und nach den allgegenwärtigen Kohlenfeuern, die nötig sind, um den Tee und kleine Spießchen mit Essen und alles Mögliche warm zu halten, auch inklusive der Leute. Es ist schließlich noch früh im Jahr. Außerdem ist es bunt. Draußen drängen sich die Leute, aber im Gegensatz zu dem Klischee, das man vielleicht hat, bemerkenswert wenig Fiss, der verboten worden ist in der Jungen Republik, um mit diesem Klischeebild aufzuräumen, das gerade in deutschen Köpfen vielleicht möglicherweise fest verankert ist, dass der kleine rote Fiss doch dazugehört. Der Zug kommt an und am Bahnsteig steht Guinevere Beaumont und kann sehen, wie die Leute, mit denen sie zwischenzeitlich eine Weile im Zug verbracht hat, ihn verlassen. Zumindest hoffe ich, dass sie das tun und sich nicht irgendwie festklammern und nicht räumen lassen. Wo ist denn das Chamäleon, Guinevere Beaumont? Das Chamäleon, also Guinevere trägt tatsächlich gerade ein langes Sommerkleid, das auch natürlich überall sich vor der Sonne schützt. Und man sieht, dass der Stoff so mit dem Zug wuffsch, und an dem Rockzipfel hält sich so das Chamäleon fest, während der Zug einfährt und krabbelt dann langsam, aber sicher nach oben. Ja. Nickend ändert es langsam die Farbe von einem missmutigen Rot-Grau zu einem freundlicheren Grün. Wer steigt denn als erstes aus dem Zug? Aber ich würde aussteigen. Ich habe die Schnauze so voll von diesem Zug. Ja. Also Robbie hat die Schnauze sehr so voll von diesem Zug. Robbie sieht im Vergleich zu der letzten Begegnung mit Madame Beaumont extrem runtergekommen aus. Er war ja super gepflegt, irgendwie aus dem Ei gepellt, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast, aber er hat irgendwie so ein Drei-Tage-Bart, er hat blutunterlaufene Augen, er hat offensichtlich nicht viel geschlafen, die sonst immer topmodisch gegelten Haare hängen so in die Stirn.
Ja, also Robbie hat schon mal bessere Tage gesehen. Ja, seine Krawatte ist irgendwie schief. Ein Hemd, die eine Hemd vom Hemdkragen so umgeschlagen, sodass sie über dem Jackett liegt, was normalerweise überhaupt nicht gehen würde. Und er schleift so seinen Koffer hinter sich her. Und du bemerkst auch, wie erst ein sehr freudiger Anblick auf Guinevere's Gesicht zu sehen ist. Allerdings, gleich danach fällt das so runter wie so eine Maske. Und ein erschrockenes Gesicht macht sich breit. Was haben wir für eine Tageszeit? Es ist morgens tatsächlich. Morgen. Bonjour, Monsieur Gilmore. Ist alles in Ordnung? Das würde ich nicht behaupten wollen. Wir hatten ein paar schwere Tage. Gibt's irgendwo Kaffee? Ja, ich kenne da einen schönen Laden, aber sind Sie sich sicher, dass Sie jetzt zu diesem Laden gehen können? Wollen Sie sich vielleicht hinlegen? Hinlegen hört sich himmlisch an. Irgendwo, wo es nicht rumpelt. Wo ja, keiner über mich herfällt. Das schaffen wir, aber sind denn die anderen? Und Guinevere guckt so an dir vorbei. Kommen gleich. Ich würde sogar einfach hinten in dich reinstolpern, wenn das okay ist. Klar. Also nein, natürlich nicht, aber ja, klar. Ja, also dahinter sieht auch ein relativ blasser Vernon. Der quasi dir von hinten so in die Schulter fällt. Vernon sieht auch so aus, als hätte er jetzt tagelang nicht geschlafen. Aus dem Jackett guckt so ein Notizzettel noch so halb raus. Riecht definitiv nach Alkohol. Entschuldigung. Pass doch bitte auf, wo du hingehst. Ja, es tut mir leid. Oh, Jö, was ist denn alles passiert, während ich nicht dabei war? Wir haben alle Teile gefunden. Sonst hört man auch so ein Gerumpel, wenn ich da rauskomme und relativ schweres Gepäck dabei habe. Irgendjemand muss das ja raustragen. Sehe auch nicht so gut aus. Unter meinem Hut sieht man so eine Augenklappe, die ein Auge bedeckt. Sehr aufgedunsen. Riecht auch irgendwie nach Rauch, Tabak, Alkohol, irgendwas in der Richtung. Also ich sehe auch mehr tot als lebendig aus, wie ich mich da runterschleppe. Und bin wahrscheinlich von den ganzen Eindrücken, von den Geräuschen, den Gerüchen und allem hier einfach nur angegriffen gerade. Ja, hinter ihm, hinter Julius ist natürlich sofort der Fleischberg Schmitz, der ihm natürlich kein Stück mit den Koffern und sonst was hilft, sondern eher wie so mit so einem Argusauge und eine Zigarre hinter ihm steht. Mhm. Du erntest einen verwirrten Blick von Guinevere. Ja, ich glaube, ihr kennt euch auch nicht. Nein, wir kennen uns noch nicht, aber er steht ihnen so nah, dass ich denke, wen haben die denn jetzt schon wieder da angeschleppt? Das ist unser Freund Robert Schmitz. Schmitz, machen Sie mal Platz, ich muss auch durch. Ja. Alter Bekannter aus der Heimat. Mhm, sehr guter Freund. Das habe ich nicht gesagt. Und dann kommt ein schlanker Mann in einem eleganten Anzug mit einem fein geschnittenen Oberlippenbärtchen und einer sehr dünnen, selbstgerollten Zigarette die Stufen runter, tap, 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 relativ leichtfüßig, dreht sich dann um und hält einer letzten Dame, die runterkommt, die Hand hin. Vielen Dank. Ja, dann steht da diese wirklich kleine, zierliche Frau, die Vernon nicht so wirklich ähnlich sieht. Aber Makrea zieht ein letztes Mal in seine Zigarette, dann schaut er auf und sagt, ungünstig. Und okay, du siehst, wie es unter seiner Haut kurz brodelt und sich dehnt und zieht und schiebt und sein Gesicht sich verändert, während er den Kopf in Richtung Zug dreht. Und dann wendet er auf der Hacke und marschiert von euch davon als jemand anderes. Wow! Haben wir das gesehen? Wo hat er hingeguckt, als er das gesagt hat? Und das haben wir alle gesehen, ja? Ja, das habt ihr alle gesehen. Und er hat über eure Schulter in Richtung von den vielen Ständen, wo Snacks, Süßigkeiten, Tee und Kaffee verkauft werden, geschaut. Gibt es da irgendjemanden, der in unsere Richtung geguckt hätte oder in seine Richtung geguckt hätte von dort? Also da schauen sehr viele von denen in eure Richtung tatsächlich. Aber du kannst gerne mal einen Wurf entweder Verborgenes erkennen oder auf Psychologie ablegen, um da auffällige Leute zu finden.
Ich glaube, ich schieb, was ich da gerade gesehen habe, auf meinen Drogenkonsum. Hm? Ja. Das ist nicht wirklich das Seltsamste, was wir mit dem erlebt haben in den letzten paar Tagen. Gideon guckt auch kurz, gerade einfach verwirrt und fragt euch, gehört der jetzt auch zu euch? Mademoiselle Beaumont, das ist Monsieur Magriat und der gehört so richtig gar nicht zu uns. Er ist ein verdammtes Arschloch. Ja, ich hätte es nicht schöner sagen können. Robert reibt sich nur kurz seine Stirn. 24 von 68. Du siehst einen Zeitungsjungen, der seine Zeitungen hochhält, aber nicht anpreist und in eure Richtung starrt. Als er dann merkt, dass du zurückstarrst, zuckt er kurz zusammen, schaut nach rechts und nach links und dabei fällt dir auf, dass seine Augen unterschiedlich groß sind und unterschiedliche Farben haben. Okay, ich würde mal winken zu ihm, dass er kommen soll mit seinen Zeitungen. Dann kommt er näher. Kann Susan Türkisch? Nein, überhaupt nicht. Sie kann Englisch. Und Englisch. Und ein bisschen, und ein bisschen Latein, glaube ich, aber Englisch, ja. Er hält die Zeitung hoch, die auf Türkisch ist und deiner Ansicht nach zu viele Punkte über den Vokalen hat, wo sie nicht hingehören, aber dafür zu wenige über den Is. Gibt es Bilder? Es gibt ein paar wenige Bilder, ja. Unter anderem von jemandem in Uniform mit einem bemerkenswerten Schnauzbart und einer finsteren Miene. Fantastisch. Ich würde signalisieren, dass ich gerne ein Exemplar hätte. Ja. Nickt tatsächlich und reicht dir die Zeitung immer noch ein wenig misstrauisch und deutet dann auf den Preis, der auf der Zeitung steht. Der natürlich in türkischen Lira ist. Ich habe natürlich, was haben wir dabei? Pfund. Nachdem ihr jetzt doch einige Staaten durchquert habt, könnten es sehr viele unterschiedliche Währungen sein. Okay, dann probiere ich es einfach mal so erstmal mit Rest so der Nachbarländer und wenn der das nicht haben möchte, dann kann ich ihm auch Pfund geben. Er pickt sich tatsächlich ein paar von deinen Münzen, die du in Jugoslawien eingesammelt hast, aus deiner Hand raus, nickt dann und geht langsam rückwärts von dir weg. Sein eines Auge zuckt ein bisschen misstrauisch und du siehst, das ist hellbraun, das andere ist dunkelbraun. Also den könnte man wiedererkennen. Mhm. Das ist gut. Okay, ja, ich, wie gesagt, ich will ihn auch weiter gar nicht behelligen, aber er guckt tatsächlich noch auf uns oder so, sieht es so aus, als ob er nach was sucht, was jetzt vielleicht nicht mehr da ist? Er versucht betont gelassen zu wirken, aber er preist weiterhin seine Zeitungen nicht an. Und steht weiterhin ziemlich klar so, dass er euch alle beobachten kann. Ich probiere einfach mal, ob er Englisch spricht. Denn meine Fremdsprachen beschränken sich auf Englisch und Französisch. Und ich frage ihn mal auf Englisch, warum bist du eigentlich hier? Denn du bist offensichtlich kein Zeitungsverkäufer. No English, sagt er dann. Ja, okay. Spricht irgendwer von uns Türkisch? Beylab. Was immer du sagst. Kannst du ja mal auf Französisch probieren. Ich probier's mal auf Französisch, genau. Oder so. Oder du. Ich habe gerade mein Französisch verlegt. Mon cher. Ja. Er antwortet auch auf Französisch, dass er kein Französisch kann. Pas de français. Aber er kann trotzdem ganz schön viel. Also er kann jemand Französisch Deutsch mal fragen. Er kann sicher auch Deutsch sagen, dass er kein Deutsch kann. Das würde mich nämlich sehr verwundern. Nix Deutsch. Latein? Also ich meine, man kann es ja mal probieren, ne? Also vielleicht spricht er Latein. Ja, die meisten Menschen sprechen ja fließend Latein. Ja. Ja, aber dann wüssten wir, dass da was faul ist. No parlo italiano. Mhm. Wer ist der Kollege? Der, so 15 würdest du sagen? 15, zwei verschiedene Augen. Mhm. Zwei verschiedene Augen. So wie ich das. Also Größen. Augengrößen und Farbe. Nur so, also nur fürs Protokoll, damit eigentlich unser deutscher Nicht-Krimineller so für eine Augenfarbe? Grün.
Der wird auch gerade angerempelt von jemandem, der Koffer für jemand anders trägt. Ich fühle mich hier gerade wie auf dem Präsentierteller, das habe ich schon mal erlebt. Ja. Wir müssen hier weg. Ja, können wir bitte. Nun, was wollten Sie, wollten Kaffee? Ja, also ich bin ja schon etwas länger hier und Madame Beaumont sieht, nicht Beaumont, wie hieß nochmal dein vorheriger Charakter? Madame Obscure. Ja, Madame Obscure, ich habe sie anders in Erinnerung. Oh, Verzeihung, wir sind einander noch gar nicht vorgestellt worden. Ich bin Vernons Cousine, Susan Elizabeth McAllister. Sie hält so eine Hand hin und strahlt. Guinevere hält dir so sehr adelig die Hand hin. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreibt, ja, aber sie hält dir so die Hand hin. Ich schiebe mich dazwischen. Können wir hier weg? Schnell, egal, und uns das gleich machen? Können wir. Die Dame ist verstorben. Die Dame ist verstorben? Ja. Mademoiselle Beaumont, können wir zum Wesentlichen kommen? Kaffee. Kaffee, ja, natürlich. Ja, natürlich. Nun, dann. Pedersen, über Pedersen, die Verstorbenen sprechen wir später. Pedersen, guck in deinen Kram, hast du noch alles? Ich guck mal, ob ich geklaut wurde und funke aber erstmal noch die persönliche Angriffe rampelt mit einem Auge böse an. Ich spüre die schwierigen Vibes in dieser Gruppe und führe die Leute erstmal an den. Ich weiß nicht, was gibt's hier zu sehen? Kaffee! Also, was Julius zu sehen bekommt, ist tatsächlich, dass eine der improvisierten Taschen, in die die Teile der Statue eingeschlagen sind, aufgeschlitzt worden ist. Der Arm ist zwar nicht rausgefallen, aber deutlich sichtbar. Und die Person schaut auf dieses Bündel, schaut auf dich und zu deinem einäugigen Blick hoch und grinst dann. Mhm. Wie sieht denn die Person aus? Ein sehr dünner, hochgewachsener Mann mit einem ausgesprochen dunklen Teint und kurzem, grauem, werdendem Haar. Sehe ich noch das Messer in seiner Hand, was er ja wahrscheinlich benutzt haben wird? Ja, ich denke schon. Du bist ja durchaus gewitzt und du weißt, wie man Messer versteckt. Du kennst Leute, die da sehr gut drin sind. Also du siehst, wie das in seinem Ärmel wieder verschwindet. Ein kleines, also wirklich kleines, krummes, extrem scharfes Messer. Also etwas, womit man Taschen aufschneidet. Und Säume löst, wenn man Dinge klauen will. Will ich das jetzt direkt schon wieder eskalieren lassen? Ja. Ja. Natürlich. Ich kann aufs Messer. Ich hau ihm so schön mit der Handkante quasi, versuche ihm auch, also nicht aufs Messer zu hauen, sondern ans Handgelenk, wo er es versucht zu verstecken. Ja, dann gib mir doch mal einen Wurf auf Handgemenge. Ich schiebe mich näher ran, weil ich das vermutet habe. So. Ich habe ja die Würfel mitnehmen dürfen, die ich neulich bei Steffen benutzt habe. Die haben so hervorragend gewürfelt. Ja, meine tun es nicht. Also meine Würfel. 007. Der tänzelt tatsächlich geschickt von dir rückwärts und es gibt ein Hätte er gar nicht machen müssen. Also mit meiner 74, die ich bei 50 brauche. Ja, du greifst da relativ ungeschickt hin. Er tänzelt zurück, zieht die Hand mit dem Messer einmal hoch und es gibt so ein schnappendes Geräusch, wie wenn meine Schere oder das Spitze von der Zigarre mit so einem Zigarrenschärchen abschneidet. Und für einen Moment spürst du nichts, außer so eine kribbelnde Wärme und dann einen plötzlichen stechenden Schmerz, dass ein Teil deines Mittelfingers, so die oberste Kuppe und ein Teil des Fingernagels zu Boden fällt. Und auch bemerkenswert viel Blut anfängt hervorzuquellen. Der Mann lässt den Koffer fallen, dreht sich um und läuft davon. Tackle. Gute Idee. Ich stehe direkt im Julius. Gut, Robert Schmitz, mach einen Wurf auf Handgemenge. Im Hintergrund, Guinevere Beaumont versucht die Leute gerade in Richtung Café zu führen. Die Hälfte rennt in die andere Richtung und schmeißt Leute um. Ja gut, das ist halt eine 74 von 25. Das habe ich. Habe ich auch gerade gewürfelt, die 74. Yes. Ah, du hast mich angesteckt. Und ich schaue so völlig irritiert meine Hand an. Ja, Robert Schmitz wirft sich auf den Fliehenden, wirft sich daneben und landet auf einem der Koffer, der mit einem Ächzen nachgibt und die Spange, die ihn zuhält, so klonk, auseinanderbricht. Worauf du siehst, dass diese Tasche voll ist mit Händen,
die anfangen, bleich und leicht aufgequollen, wie so eine Spinne aus Fingern daraus zu rutschen. Ich bin gerade am Überlegen, ob das schon ein Stabilitätswurf ist oder ob ich Gangster genug bin, um das abzukönnen. Ich glaube, du hast schon abgeschlagene Hände gesehen. Ich bin Gangster genug, um das abzukönnen. Geht so, bewahrt man die nicht auf! Ist das jetzt ein Handgemenge? Derweil hat sich Guinevere einfach umgedreht zu euch, schaut euch fassungslos an und sagt einfach nichts. Ist der, sind die also unsere Körperteile, die wir beschützen wollen, sind sie noch vollständig? Die sind alle noch da, ja, tatsächlich. Dann grab ich mir jetzt den, wenn der noch da rumsteht, den Zeitungsjungen. Zieht er mal den Kragen hoch und sagt, es ist mir völlig egal, welche Sprache du sprichst. Du verpisst dich jetzt dahin, wo du herkommst, sonst reiß ich dir alles raus. Und dann schubse ich den weg und sagt so, wir müssen jetzt hier weg und zwar flott. Er grinst, sagt, ich spreche nicht gutes Deutsch, dreht sich aber trotzdem um, lässt Zeitungen fallen und rennt. Piss. Ja, so ein bisschen aus meiner Schockstarre gerissen. Dadurch versuche ich mein Gepäck trotz der blutenden Hand wieder mitzunehmen und renne einfach hinterher. Also ich versuch's. Ich helfe ihm. Oh, mach doch mal einen Wurf auf Gewandtheit, als ihr durch die dichte Menschenmenge durchlauft. Ihr hört im Hintergrund auch ein als offensichtlich irgendjemand von der Polizei darauf aufmerksam wird. Kritischer Erfolg. Ich habe eine 1 gewürfelt und brauche eine 70. Wow. Das kann ich. Wegrennen, ja. Das konnte ich schon immer. Rennst du eher durch um die Leute drumherum oder durch sie durch? Nee, das ist Gewandtheit. Ich würde sagen, ich kriege es tatsächlich ganz gut hin, um sie an sie vorbeizukommen. Ich schlängel mich da so durch. Für jemanden mit Julius doch immenser Körpermasse, im Sinne von breitschultrig, hochgewachsen, breites Kreuz, wirklich wuselt er sich so durch. Wahrscheinlich hat er Fußball gespielt irgendwann mal in der Mannschaft, so wie er die Leute da ausdribbelt und kann mehr oder weniger im Laufen locker die Hand ausstrecken, um sie auf die Schulter von dem Mann, den du verfolgst, zu legen. Was möchtest du denn tun? Ich würde ihn nochmal versuchen, zurückzudrehen, um sein Gesicht nochmal ein bisschen besser zu erkennen. Und dann versuche ich, meine Faust in seinem Gesicht zu parken. Also du hast überhaupt kein Problem damit, ihn zu halten. Du drehst ihn, er wirkt auch sehr verblüfft, hebt die Hand mit dem Messer, das da so verborgen ist, also so unter diesen zwei Fingern, wie so ein kleiner Haken, den er damit steuern kann. Und dann kannst du deine Faust sauber in sein Gesicht runtersenken. Yes. Du darfst nochmal würfeln, aber du darfst mit 2, also plus 1, also du darfst die 10er-Stelle nochmal würfeln. Okay, das ist auch ganz gut. Eine 56 bei einer nötigen 50. Kann ich Glück hier meine Glückspunkte nehmen? Ja, eigentlich nicht im Kampf, aber du kannst einen Reroll nehmen. Doch, meistens erlaube ich es auch im Kampf. Ja, nimm dein Glück. Dann würde ich nämlich mein Glück um 5 Punkte reduzieren. Er kriegt sich auch nicht aus deinem Griff gewunden. Das heißt, du kannst ihm einfach mal den Schaden machen, ja, den eine Faust von Julius Petersen so Schaden macht. Kriegt meine gesunde Hand natürlich, damit ich nicht selbst wehtue. So, es ist 1 mit 3 plus Stärkebonus. Ich glaube, du könntest auch einer der wenigen Leute sein, die einen Stärkebonus haben. Ja, ne? Es ist tatsächlich sogar eine 3 gewürfelt. Wo sehe ich jetzt meinen Stärkebonus? Der sollte auch unten rechts bei deinen Kampffähigkeiten stehen. Er sollte deine Größe und deinen Stärkebonus vermerkt sein. Ich bin auf diesem Online-Bogen. Ich muss mal kurz gucken. Ja, da kann ich dir jetzt nicht sagen, wo genau das ist. Ich habe eine Stärke von 70. Wie ist denn der Stärkebonus Stärke und wird Größe aus, musst genau, du auch wird aus Stärke und Größe. Was wäre der Wert dafür? Ist das der Schadensbonus oder ist das der Staturbonus? 70 bis 45. Ja, was Summe? 115. 115, dann hast du gerade keinen. Ab 124 hättest du einen. Naja, 3 Schaden. 3 Schaden. Ja, du versenkst die Faust in seinem Gesicht und versenken ist tatsächlich das richtige Wort. Du spürst keinen Widerstand von Knochen oder Knorpel, also nicht so richtig, sondern du drückst das Gesicht ein und als du die Faust rausziehst, bleibt die Haut auch einen Moment an deinen Knöcheln kleben und zieht sich aus dem Gesicht weg, um dann zurückzuschnalzen und ein bisschen nachzuwobbeln. Erst das Handgemenge und jetzt ein Gummigesicht.
dafür. Ich kann einfach nicht mehr. Was ist das hier für eine Scheiße? Dafür setzt er jetzt die Spitze des Messers knapp über deinem Gürtel an deiner Taille an und du kannst entscheiden, ob du versuchst, ihn auszuweichen, also ihn dafür loslässt, oder wiederum versuchst, das zu blocken mit dem Gegenangriff. Ich glaube, ich würde versuchen, auszuweichen. Mhm. Ist das dann Gewandtheit? Nein, ausweichen. Das steht unten. Also ausweichen selber. Wetten. Ach stimmt, ah, wow, juhu. Kluge Entscheidung, sehr klug. Nein, nicht geschafft. Gut, der Chat fordert einen Stabilitätswurf, aber sowas haben die Leute alle schon gesehen. Das müssen sie, glaube ich, nicht nochmal. Ja, dann kriegst du das kleine Messer in die Haut gedrückt und dann mit Schwung einmal aufwärts gezogen und es sind 5 Trefferpunkte Schaden. Es geht durch die Haut durch, bis in den Muskel deiner Bauchwand hinein, ganz eindeutig. Die Haut klappt rosa und blutend auf, zeigt darunter durch deine Kleidung durch auch eine gelblich-körnige, dünne Schicht Fettgewebe und du lässt ihn los. Ja, und tänzelt rückwärts, krampft quasi zusammen. Er leckt einmal das Blut von dieser kleinen Klinge ab und dann ist Mario Pedersoli dran. Okay. Ich habe die Taschen, also zumindest ich hab Taschen abgenommen, soweit ich das jetzt sehen kann. Mhm. Es sind zu viele, es sind eindeutig zu viele. Wo sind noch mehr Leute, also einmal die Lage sondieren, wo kommen noch welche, rechts, links? Und ansonsten tatsächlich siehst du aktuell niemand anders, der Zeitungsjunge ist weggelaufen. Gerade spritzen auch alle Leute von euch weg, der Schlägerei, die jetzt auf einmal zu einer Messerstecherei geworden ist, zur Überraschung aller Beistehenden und Zuschauenden. Und offensichtlich auch zur Überraschung von Guinevere Beaumont im Hintergrund. Also sie steht nur da und sagt, oh, Sigur, oh, Sigur. Ich weiß nicht, wie es dem Rest geht oder was der Rest macht. Das hat keinen Wert. Boden. Nein, wir werden Pedersen jetzt nicht sterben lassen. Den klemme ich mir unter den Arm und sage, wer jetzt auf gar keinen Fall wirst du mich jetzt hier verlassen, mein Freund. Und dann schieben wir uns vorwärts. Also du sammelst den einen? Ich sammle den einen und auf gar keinen Fall machen wir jetzt noch irgendwelche anderen Aktionen. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich lasse mich auch einsammeln. Mhm. Und dann das ist jetzt Rückzug. Und wir brauchen einen Arzt. Kommt auf einmal auch ein Polizist in einer frischen, dunkelblauen Uniform an euch vorbei, gesprintet mit einer Pfeife im Mund und einem Schlagstock in der Hand und ist auf den Fersen von dem Mann mit dem Messer. Es sind auch jetzt mehrere von den Fourgonniers, von den etwas breitschultigeren Begleitungen aus den Gepäckwagen des Orient Express auf dem Bahnsteig in Erscheinung getreten, die ebenfalls plötzlich Schlagstöcke in den Händen haben und bereit sind, ihre Fahrgäste wie auch deren Besitztum zu verteidigen. Und der Arzt, den ihr alle doch inzwischen schon ausreichend kennt. Der Doktor, wie schön. Der mich ja auch schon gut kennt. Kommt wild gestikulierend auf euch zugelaufen. Mon Dieu, man kann euch nicht auch nur für 5 Sekunden aus den Augen lassen. Was machen Sie denn nur, Mr. Peterson? Ich nicht mal Kaffee. Ich suche mir das mit einer Bauchwunde trinken Sie auch keinen Kaffee mehr. Er hat die Bauchwunde. Ich lasse mich von ihm auf jeden Fall erstmal verarzten. Ja, Sie. Eigentlich sollten Sie ins Krankenhaus damit. Du bist noch einmal kurz das in den Zug verfrachtet und bekommst diese Wunde genäht. Da kriegst du einen Treffer. Kriege ich noch ein bisschen Opium? Ja, auch du kriegst wieder ein Fläschchen mit Laudanum. Sehr gut. Mhm. Vernon, ist alles in Ordnung? Ich würde mal so hinterher schleichen und bestimmt ist irgendwem von euch Vieren irgendwas mal runtergefallen an eine Tasche oder so. Ich heb die wieder auf und würde ganz apathisch einfach. Achso. Alles in Ordnung? Ja, klar. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell weitergeht, aber na gut. Ich meine es irgendwie ernst, wa? Ja. Also, es sind für Sie Zimmer im Pera Hotel gebucht, sagt der Arzt, als er fertig ist mit dem letzten Stich. Er hat 10 setzen müssen, um die Wunde zu schließen. Wow! Mhm. Einmal die ganze Flanke hoch. Au! Bis über die gestochenen Rippen. Hm. Das erinnert mich ein bisschen an einen Spanferkel. Danke! Tut es nicht schrecklich weh, Julius? Ja, tut es. Sehr.
Genauso wie das da und die Stelle und das da. Nehmen Sie doch noch ein bisschen von dem Laudanum, aber nehmen Sie nicht zu viel. Ja, und hören Sie das Jammern auf Julius. Das musste sie natürlich auch nicht sagen. Also, sobald ich die Flasche bekommen habe, habe ich es natürlich auch schon direkt konsumiert. Der Arzt starrt auf das Fläschchen, dann auf dich. Haben Sie vielleicht noch welche in Reserve, nur für den Notfall? Vielleicht gebe ich die jemanden in dieser Gruppe, die verantwortungsvoller damit umgehen kann. Mir zum Beispiel. Das tut da schwingt auch so eine Hand hoch bei Guinevere. Ich würde die auch nehmen. Pianist und Dardanum haben eine lange gemeinsame Tradition. Das ist aber für mich. Ich brauche das. Er überreicht es dann Susan. Nach ja, Susan steckt es tatsächlich nur ein. Und sie hat auch nicht so dieses, oh, ich brauche den Stoff. Ich brauche den Stoff gar nicht. Also sie steckt das dann in diese kleine, aber fantastische Handtasche, in der man immer Dinge findet. 5 Tropfen zum Essen. 3-mal am Tag maximal. Und 5 nach dem Essen. Nein. Nein, das hat der Herr Doktor nicht gesagt. Ich hoffe, dass wir nicht noch einmal miteinander zu tun bekommen müssen. Sie sind wirklich die am meisten vom Pech geplagten Leute, die ich kenne. Ja, wir wollen sie eigentlich auch nie wiedersehen am liebsten, also mit Verlaub. Ja, nicht für und trotzdem, gut. Nein, nicht trotzdem eine. Das hier nun auch nicht aus. Dann steigt man hier aus und wird vom erstbesten Verbrecher hier angegriffen. Trotzdem tatsächlich, in welchem Hotel sind Sie nur für den Fall? Müssen Sie hier? Ich bin ebenfalls im Hotel Pera untergebracht. Und welche Zimmernummer ist das? Nur falls es mal... Das weiß ich noch nicht. Ja. Ich denke, wir können an der Rezeption nach dem Herrn Doktor fragen. So viele wird es wahrscheinlich nicht geben. Der gehört einfach zu uns. Ja. Ja, gut. Einen guten Tag, Herr Doktor. Einen guten Tag. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Bis später. Danke. Scheiße, der hasst uns. Der angenehme Aufenthalt fängt ja schon großartig an. Man wird aufgeschlitzt von irgendeinem dahergelaufenen Gummigesicht. Wir sollten einfach in dieses Hotel gehen. Da gibt es vielleicht auch Kaffee. Dann kann sich Herr Pedersen ein bisschen ausruhen. Und wir können überlegen, was wir denn jetzt als nächstes tun. Ausgezeichneter Gedanke. Ja. Wir sollten die Teile auf jeden Fall irgendwo entweder aufteilen. Wir sollten vielleicht aber alle unterschiedlich gar nicht wissen, wo sie sind. Oh, ich habe das Gefühl, dass es zu viele sind. Also was? Nicht zu viele Teile, sondern zu viele Leute, die sie haben wollen. Ach so. Es wäre schön, wenn die sich miteinander beschäftigen würden. Wenn ihr das so besprecht, greife ich mal in meine Handgepäcktasche und hole eine Flasche schön harten Alkohol raus und... Ja, Hauptsache auf Sardanum, ja. Ja, natürlich. Dann wirkt das erst richtig gut. Knallt richtig. Also es ist kein Problem für euch, ein Taxi zu bekommen. Und ins Pera zu fahren. Ins Pera zu fahren. Dafür fahrt ihr tatsächlich einmal über die neue Brücke. Über das Goldene Horn, rechts den Bosporus, links den Fluss, beziehungsweise hier ja eigentlich schon ein Meerbusen, beziehungsweise so eine... Situation, wo Fluss und Meer je nach Tide ineinander übergehen in unterschiedliche Richtungen. Und vor euch die Neustadt mehr oder weniger, auch wenn das natürlich relativ ist. Altstadt bedeutet wirklich sehr alt im Fall von Istanbul. Und da im Stadtteil Pera findet sich auch das Hotel Pera, das recht neu renoviert, mit einer schönen Stuckfassade euch begrüßt und mit livrierten, freundlichen Leuten am Eingang, die euch die Türen öffnen. Und mit einem strahlenden Lächeln sie offen halten. Sofort anbieten, auch euer Gepäck zu tragen und einen Gepäckwagen bereit machen. Lasst ihr denn überhaupt zu, dass die auch die Statuenteile transportieren? Nein. Nope. Sind sie auf gar keinen Fall. Leicht irritiert, aber lassen das natürlich professionell zu. Und kurz darauf könnt ihr entweder euch in einem der Zimmer treffen oder in einem der Cafés und Restaurants, die zu dem Hotel dazugehören. Ich schleppe mich auf mein Zimmer. Hm. Gut. Wenn Julius es hingelegt hat, sollten wir vielleicht auf ihn aufpassen. Auf ihn aufpassen, dann machen wir das einfach bei ihm. Warum treffen wir uns nicht bei ihm im Zimmer, genau? Ja. Wir können ja jemanden finden, der uns ein paar Leckereien und etwas Kaffee hochbringt. Das ist bestimmt. Ich organisiere das. Die können bestimmt Englisch hier. Ja,
Du findest Leute, die in diesem Hotel quasi jede Sprache, die du ausprobieren könntest, sprechen, aber auf jeden Fall auch Englisch, wenn auch mit einem ungewöhnlichen Akzent, den du schwer zuzuordnen findest. Ich war schon mal in Texas, mich wundert nichts mehr. Die wundert gar nichts mehr. Ja, die sind tatsächlich leichter zu verstehen als die Leute im Süden der USA. Insofern, alles gut. Ja. Ich lasse mal ein Tablett mit türkischem Mokka und so ein bisschen Süßigkeiten. Gut. Kleines Gebäck hochbringen. Oh, Gebäck, klein Gebäck. Ja. Ja. Es wird dann auch kurz darauf geliefert. Erstens, nachdem du informiert hast, wie groß eure Gruppe ist, 2 Kännchen mit Mokka. Perfekt. Der riecht wie ein Spritzer Adrenalin direkt ins Kleinhirn. Dieser Mokka riecht nach gerösteten Nüssen und Schokolade und nach Bitterstoffen, die so ganz hinten im Rachen freundlich am Zäpfchen kratzen. Und so ist so stark und ölig, wie man ihn sich nur wünschen kann, während das ganz fein gemahlene Kaffeepulver da drin noch schwimmt. Und dazu mehrere Tabletts, auf denen aufgehäuft lauter kleingeschnittene Stückchen liegen, die aus mehreren Schichten von Fäden und dünnen Plättchen von Teig bestehen. Blätterteig, Fadenteig. Und schau mal, wie Engelshaar. Ja, die Fädchen sind Engelshaar. Und dazwischen sind Schichten aus Pistazien und Honig, aus Haselnüssen und Mandeln. Alles, was man irgendwie mit Zucker zusammen oder mit Honig zusammen mahlen und zu einer Paste verarbeiten kann, ist auf irgendeine Art und Weise ausgewalzt und damit reingepackt worden. Und dann kam noch Sirup drüber in unterschiedlichen Formen. Also und quasi fast überhaupt nicht süß. Ja. Also als wäre Guinevere eine Biene, macht sie sich sofort über das Gebäck her. Es ist alles so süß, dass sich den durchschnittlichen europäischen Zunge die Herausforderung stellt, dass irgendwie alle Nerven gleichzeitig aktiviert werden. Och, also als Französin kenne ich Marveilleuse und Baisers und ja, das ist schon alles in Ordnung für mich. Und während ich... Nun, erzählen Sie doch mal, was war denn los? Warum fehlt da ein Auge? Und jetzt dort ein... Erzählt. Naja. Wir haben einen Vampir getötet. Ja, der folgt Vampir uns zumindest nicht mehr. Immerhin. Klein Ding. Den Vampir? Ja. Den. Ach. Und sie bekreuzigt sich einmal. Wie schön. Aber er ist halt nicht der Einzige, der hinter diesen Teilen her ist. Noch mehr Vampire. Das glaube ich nicht. Dafür haben wir eigentlich keinen Proof. Kein Proof, genau. Alter, kein Beweis, Susan. Oder? Ganz ruhig. Bobby, es wird alles gut. Atmen Sie tief durch. Nehmen Sie noch einen Kaffee. Wenn ich noch einen Kaffee trinke, kann ich nur noch 16. spielen. Aber Sie spielen doch gerade gar nicht. Das stimmt. Ich nehme noch einen Kaffee. Ja. Also man merkt auch, wenn man von diesem Kaffee, der wird halt nur in sehr kleinen Tässchen getrunken. Aber wenn man den Kaffee, zu dem es auch reichlich Zucker gibt, den man hineinrühren könnte, intus hat, gibt es wirklich so ein leises Poltern unter dem Brustbein. Alles wird irgendwie schärfer an den Rändern. Und dafür selber scheint man ganz leicht zu vibrieren bis in die Haarspitzen. Wunderbar. Und das zusammen mit dem Zuckerschock, das ist super. Robbie dafür die zweite Mokka-Kanne hebt, weil die erste sich schon langsam so zur Neige geht und dann unten das Kaffeepulver noch drin ist, siehst du darunter einen gefalteten Zettel. Greift bitte jemand mal. Ansonsten ist Guinevere. Auffalten und lesen. Ich habe das Gefühl, dass alle auch gespannt drauf schauen. Ja, darauf gespannt könnte man sagen. Ich will auch gleich laut vorlesen, wenn das eh. Er ist auf Türkisch. Tada! Ja, gut, mein Türkisch ist auch sehr ausbaufähig. Es ist tatsächlich auf Englisch. Ausgezeichnet. Und sagt: Haben Sie Fragen? Plagt Sie das Übernatürliche in Istanbul? Baylab der Schwitzer. Und eine Adresse. Baylab der was? Schwitzer. Schwitzer? Wie schwitzen? Ja. Wie jemand, der in der Sauna sitzt? Also.
Okay. Dale up the Perspirator. Ja. Ich stehe mittlerweile mit verschränkten Armen irgendwo an der Wand und drücke mich dann ab und sage, wir fassen das jetzt mal zusammen, dieses Arschloch, was uns vielleicht ein bisschen geholfen hat in dem Zug. Steigt aus dem Zug, fasst sich ins Gesicht, haut ab und wir werden überfallen von irgendwelchen anderen Arschlöchern, die wahrscheinlich aus noch viel, viel mehr anderen Menschen bestanden haben. Könnten Leute von seinem Bruder sein? Oder Margret Bay, für alle, denen das gerade zu komplex war. Ja. Danke, Susan. Gerne. Vielleicht ist auch genau wegen denen weggegangen. Ja. Ja. Weil er Schiss hatte. Vern, was war nochmal mit seinem Bruder? Kannst du das gerade nochmal kurz für mich und der ich etwas benommen war im Zug und sicher auch für Guinevere zusammenfassen? Ja, Guinevere guckt auch nur zwischen euch hin und her und zieht die Augenbrauen hoch. Merken Sie sich einfach das Arschloch. Ja, soweit war ich schon. Nur, also, was Margret, genau hat das Arschloch getan? Herr Margret B. ist Teil eines Kults. Die Bruderschaft der Haut, glaub es oder nicht. Haut? Ja. Ja, ja, und sein Bruder? Nackt? Nein, sie kochen ein es und geht bauen nicht um Nackter, Leichen zusammen. Ich leider. Glaube auch nicht. Ich, also schon mal kein Sexkult, ne? Langweilig. Nein, bedauerlicherweise nicht. Nein, die nehmen, sie sind in der Lage, Körperteile auszutauschen. Sowohl Haut an als auch abzulegen oder auch Augen zu nehmen. Bei dem Zeitungsjungen zum Beispiel. Das ist Ihnen doch sicher auch aufgefallen, Mademoiselle Beaumont. Ich verstehe. Na, vielleicht sollten wir ja eins unserer Mitglieder dort auch einmal einspeisen, nicht wahr? Und sie macht so eine Ellbogengeste zu dem Einäugigen. Ja, ja, genau, Herr, so hat er sein Auge verloren. Ja, exakt. Ja, ja, lassen Sie noch ein paar Witze über ihn machen, der Auge, kann es nicht wehren. Herr Petersens Auge ist ja auch noch in Benutzung. Das ist ja das Schreckliche an der Sache. Stellen Sie sich das einmal vor. Sie haben ein Auge, dann haben Sie es im nächsten Moment nicht mehr, aber jemand anderes benutzt es. Kurz zur Erinnerung, das benutzt keiner mehr, denn die Person, die das Auge gestohlen hat, wurde dann vom Vampir gegessen. Ja, ja. Oh, was ich hier noch mitbekommen habe. Zum Glück. Das heißt, wir passen jetzt alle ein bisschen besser auf unsere Körperteile auf. Verstehe ich das richtig? Ja? Ja. Ja, Organe generell. Aber auch auf diese, also irgendwo liegen ja wahrscheinlich die Statuenteile rum. Ich zeige auf die Statuenteile, auf diese auch. Und um das nochmal. Nach dir. Mach. Hau rein. Und um das nochmal zusammenzufassen: Das Arschloch hat noch einen Bruder und der ist noch ein größeres Arschloch und vor dem sollen wir alle Angst haben. Ja, vor dem hat nämlich auch er Angst. Ja. So. Und ich vermute, dann waren das doch seine Jungs, oder? Oder? Ja, so schnell wie Magriat abgehauen ist. Wer schleppt uns eigentlich einen Koffer mit Händen rum? Das waren Jungs von seinem Bruder? Ja, das denke ich auch. Ja, ja, mit, ja. Wir hatten eine Adresse, ne, wo sich sein Bruder so normalerweise. Eine verlassene Moschee. Ja, aber warum sollten die zu dem hingehen? Naja. Wir gehen sowieso in die Falle. Wort? Vernon. Ja. Du bist schon länger hier bei der Sache dabei als ich. Was machen wir mit diesen Statuenteilen? Wir haben sie jetzt komplett. Theoretisch bringen wir sie zurück zu Professor Smith, der aber angeblich ja nichts mehr damit anfangen kann, weil er angeblich ja gestorben ist, ohne dass wir was davon wissen. Ein Moment, jetzt ist auch noch Professor Smith. Ja. Professor Smith? Es ist wahrscheinlich auch sogar jemand angeblich als Professor Smith unterwegs gewesen, der schon nicht mehr ist. Ja. Habe ich das falsch verstanden? Also mit wem haben wir überhaupt jemals geredet? Keiner weiß es. Vielleicht gar nicht. Ja, und Guinevere lehnt sich mit verschränkten Armen zurück und atmet dabei tief durch. Aber ich bin so froh, wenn diese Körperlichkeiten vorbei sind. Vernon, im Ernst, wenn auch nur ein Teil dessen, was Margriat uns über diese Statue erzählt hat, stimmt, dann wollen wir doch mit ihr nichts anfangen. Vor allem jetzt, wo Smith tot ist. Dürfte ich einmal einhaken und nachfragen, was er euch erzählt hat? Die Statue macht einen faktisch
Unsterblich? Ja. Die Statue ist so ein Simulinks-Dingsi-Bums da. Ein Simulacrum. Simulacrum. Ja, ja, sowas. Also. Was auch immer das heißt. Klingt schweinisch, ist es aber nicht. Also liefern wir sie einfach an ein Museum aus und kassieren Geld. Nein, wir verkaufen sie meistbietend. Mir gefällt die Idee. Exakt. Diese Statue gehört in ein Museum. Warum? Es ist denn nur sehr gefährlich. Ein Museum. Wissen wir, also Makriad hat behauptet, und diese Statue gehört jetzt uns. Und die Leute, denen die gehört, die können damit irgendwas anstellen. Wissen wir, was wir tun müssen, damit sie nicht mehr uns gehört? Ja, reicht es einfach, sie in ein Museum abzugeben? Reicht das? Ich lege Vernon die Hand auf die Schulter und sage, er hat gesagt, sie gehört dir. Und Vernon, danke, dass du mich daran erinnerst. Vielen erinnerst, Dank. Hat Margaret auch gesagt, dass wenn man den Besitz über sie verliert, mit einem das passiert, was mit dem Vampir passiert ist, so aussehenstechnisch. Das stimmt, das hat er gesagt. Mhm. Ja, dann wünsche ich dir noch ein schönes Leben. Ich muss ein Zugticket buchen. Wir können ihn doch jetzt nicht, ach komm, Robbie, wir können ihn doch nicht alleine lassen. Nein. Jetzt mal im Ernst, guck dir den an. Ich kannte ihn kaum. Kannte auch noch. Du hängst kannte. Mal mit in danke, dieser Scheiße. Ich bin noch hier. Warum? Der Magier hat gesagt, das Ding gehört ihm. Er wollte es unbedingt haben, sein Professor wollte es unbedingt haben. Ich habe ihm geholfen, es zu finden, okay. Aber hey, ich habe Konzerte zu spielen. Ich habe noch maximal 3 Wochen, dann muss ich zurück nach New York. Und ich werde das Ding nicht mit nach Amerika nehmen. Da ist die Tür. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Arschloch bist. Seid ihr blöd? Na! Julius? Hallo, Julius. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Eines Auge so ein bisschen. Was willst du? Hey, du Fleischklöpschen. Schaut aus, als würde das hier nicht mit viel Geld zu Ende gehen. Ja, wir haben auch irgendwo diese tollen Koffer, wo so ein bisschen Geld drin war. Habt ihr das? Ich zeig da auf diesen Koffer. Mein Koffer mit Geld. Den einzigen Koffer, den du nie in der Hand hattest. Ich hatte nie den Koffer in der Hand. Ich zeig auf den Koffer, wo hoffentlich noch Geld drin ist. Ich hab ja keine Ahnung. Bediene ihn, lass mich endlich in Ruhe. Mhm. Ich gehe zu dem Koffer und mache ihn auf, um zu schauen, ob und wenn wie viel Geld drin ist. Da ist tatsächlich noch reichlich Geld drin in unterschiedlichen Währungen. Da es unterschiedliche Währungen sind, müsstest du tatsächlich eine Weile zählen, um dir sicher zu sein, wie viel es ist. Als du aber von dem Koffer hochschaust, siehst du das Chamäleon, das auf Guinevers Schulter aufgetaucht ist, plötzlich auf- und abruckeln mit dem Kopf und dann mit dem ganzen Körper und leuchtend rot werden. Oh. Madame, ist Ihr Tier krank? Man hört dich nicht. Ton ist aus. Entschuldigung. mein Tier? Und ich werfe einen Blick auf dieses rot werdende Chamäleon. Und habe ich das richtig in Erinnerung, Mairi, dass es schwarz wird, sobald es richtig krass Angst hat? Und wenn es rot wird, ist Gefahr im Anmarsch? Mhm. Ja, dann habe ich das richtig in Erinnerung. Und ich packe dieses Chamäleon und ich sage, oh, was war nochmal das, was uns verfolgt hat? Also jetzt das Neue, das nicht das Vampirmäßige, sondern das Neue? Irgendwelche zusammengesetzten Fleischkultisten. Großartig. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ich würde mich mal über Julius beugen und ihm wenig sanft ins Gesicht so halb. Hey, hallo Julius. Waffen, bist du wach? Hallo? Und ich schüttel dich so ein bisschen. Ich greife so im Halbsuff und halb noch im Drogeneinfluss an meinen Revolver, richte mich auf und gucke so mit einem Auge verwirrt in die Gegend. Wenn du dich nicht wehrst, nehme ich dir den Revolver ab und gebe ihm Susan. Ich wehre mich nicht. Oh, vielen eigentlich kenne ich. Ja. Susan, kannst du damit umgehen? Ja, ich lasse mal, guck mal, ob er geladen ist, der Revolver. Ja, ist er. Ja, wunderbar, ja. Ja. Also. Es klopft an die Tür. Tok, tok, tok. Zimmerservice. Ich stell mich hinter die Tür mit dem Revolver. Patterson, du wirst jetzt aufstehen, du wirst dich jetzt aufsetzen und gegebenenfalls rennen wir gleich los. Ich hoffe, dass mir aufgeholfen wird. Ich würde mal ich ganz helfe. Langsam zur Tür ja, gehen und mich an die Tür auch. Stellen. Mhm.
Gut. Ich ziehe mein Schlachtermesser. Hilft jemand Julius auf oder bleibt der wie so schick? Ich ihm auf. Gut. Also einer rechts, einer links. Ja, ja, ja. Das will ich nicht zurück. Ich würde dann mal antworten. Wir haben keinen Zimmerservice mehr bestellt. Kein Mokka mehr? Nein, kein Mokka mehr. Vielen Dank. Sicher? Okay. Ich habe frischen Mokka und mehr Süßigkeiten. Nun, also die Süßigkeiten. Nein! Verstehen Sie ein Nein nicht? Verzeihung. Dann hörst du. Und dann husch! Das Miep, Miep, Miep von einem leicht lockeren Rädchen einmal in einem Servierwagen und Schritte den Gang wieder runtergehen. Ich würde einmal an der Tür horchen. Dann würfel mal auf horchen. Das okay, sollte Mama auf dem Charakterbogen Meire, ich in der Mitte zwei sein. Von denen. Das ist sehr gut. Ich glaube, das sind die richtigen. Würfelst einen für die Zehnerstelle, einen für die Einerstelle. Oh Gott. Okay, es ist eine 7 vorne. Mhm. Ich glaube, du hast Horchen nur 20. Ich glaube, du hast das nicht. Und eine 8, also eine 78. Willkommen im 70er-Club. Du hörst nichts mehr. Da war ja auch ein recht dicker Teppich draußen. Das ist alles. Ich würde dann flugs die Tür einmal leise öffnen. Und schaust direkt in das Gesicht von jemandem, der sich gerade davor gebückt hatte, um das Schloss zu knacken. Mit Dietrich. Und ich schreie, und ich haue die Tür nach vorne. Du schlägst sie wieder zu. Ich hau sie ins Gesicht. In die Schulter oder ins Gesicht von der Person. Es gibt einen dumpfen Aufprall und dann tatsächlich einen zweiten, als die Person auf das Steißbein kracht und rückwärts taumelt. Du hast mehrere Rufe draußen. Die ist definitiv nicht allein, die Person. Und kannst, bevor die Tür sich wieder schließt, also wenn du sie schließen willst, auch noch sehen, wie jemand das Tuch vom Servierwagen runterzieht und darunter eine ganze Reihe scharfe Messer liegen. Ich würde versuchen, das wieder zuzuziehen. Ja, du kannst die Tür wieder zuknallen. Großartig, knall! Wie hoch sind wir? Ihr seid tatsächlich nur im ersten Stock. Und ich drehe mich um und schaue den Leuten ins Gesicht und sage, hat da jemand eine Messerlieferung bestellt? Denn draußen ist alles voll mit Menschen und Messern. Menschen und Messern, nein. Gibt es so eine Glocke in diesem Zimmer, die man läuten kann für echten Zimmerservice? Kann man, oder? Ja. Okay, dann würde ich erstmal die Glocke betätigen. Ja, du hörst nicht, dass die irgendwo läutet, weil das Glöckchen dafür irgendwo unten dann bimmelt. Aber es poltert jetzt gegen die Tür und jemand versucht, die von außen aufzuziehen. Wie mobil ist Pedersen? Ja, ich drehe mich zu Mario um und frage, kriegen wir den aus dem Fenster raus? Also ganz nicht werfen, sondern dass er auch unten ankommt. Das schaffen wir schon irgendwie. Ich guck mal Schmitz an und sag Kommode. Und pack die Kommode am einen Ende an. Ja, mit Schmitz als Hilfe brauchst du. Schmitz hebt die hoch und dich fast mit und stellt sie vor die Tür, die dann auch aufgerissen wird. So stark ist Schmitz. Ich will aber, dass er das macht. So. Aber natürlich. Außerdem ist die Kommode einfach. Tatsächlich gar nicht so schwer. Ja. Angst motiviert ungemein. Also, danke, Herr Schmitz. Kein Problem. Und ich lehne mich gegen die Kommode und somit auch gegen die Tür mit meinem Fleisch. Naja, wir haben ja gerade etabliert, dass die Tür nach draußen aufgeht. Ach, die geht nach draußen auf, okay. Sonst hätte Genevieve sie jemanden nicht ins Gesicht schlagen können, der draußen steht. Das ist kein Problem, aber das ist prima. Es ist die Kommode im Weg und ich behalte die Tür im Auge und schieße auf Leute, die in der Tür stehen, wenn dann sie kannst aufmachen. Du das sofort tun, denn die Tür wird mehr oder weniger direkt in dem Moment geöffnet. Wunderbar, dann feuerfrei. Was ist das für ein Revolver? Wie viel Schuss hat der und wie viel Schaden macht der? Das ist bestimmt ein 9-Schuss-Revolver. Schaden kann ich nicht. Was sagen? Ein W10. Oh la la, okay. Das ist eine 16. Das ist, nehme ich mal sehr stark angetroffen. Das ist, ja, und ich, was? Ein W10, sagtest du, Schaden? Yep. Ein W10. Das sind 8. Sehr gut. Mhm. Gut. Die Person stolpert mit einem Schrei zurück. Es spritzt helles arterielles Blut von dann aus der halb offenen Tür gegen die Kommode. Aber jemand anderes steigt dann direkt noch über die zuckende Person drüber hinweg und beginnt sich über die Kommode drüber zu schieben. Robert Schmitz möchte der Person ins Gesicht schlagen. Abstechen. Mhm. Mit dem Schlachtermesser ins Gesicht. Sehr schön. Oh.
Oh, und mit einer 4 funktioniert es auch. Dann mal mit einer 4, das klingt nach einem extremen Erfolg. Machst du einmal den Höchstschaden plus einmal den gewürfelten Schaden. Okay, das ist dann einmal 6 plus 3 sind 9 Schaden. Ja, du stichst ihm das Messer ins Gesicht. Das einzige Problem ist danach, das Messer wieder aus dem Gesicht rauszuziehen. Es gibt so ein schallendes Geräusch und dann ein Jetzt hast du eine sterbende Person in der Lücke zurückgelassen, die wild um sich schlägt und eine Hand in das Gesicht presst, um irgendwie zu verhindern, dass das Auge ausläuft und das Gesicht auseinanderfällt, wo es aufgeschnitten und aufgeschlitzt ist. Was ziemlich effektiv ist. Der tritt nach hinten die anderen, kreischt, bemerkenswerter Tonhöhe. Das Chamäleon, inzwischen gänzlich schwarz geworden, zischt wütend in Guinevers Ohr und zerrt am Ohrläppchen mit einer Pfote. Gibt es vielleicht einen Geheimgang oder habt ihr mittlerweile Zaubern gelernt? Fenster. Ich geh mich mal um und reiß das Fenster auf und guck mal, ob wir da irgendwie runterkommen. Hatte Patterson noch, du hast sogar Schnaps getrunken, ne? Ja. Dann ist die Pulle jetzt meine improvisierte Waffe. Die nehme ich noch nebenbei mit. Hey. Vielleicht müssen wir sie gar nicht zerschlagen, dann trinken wir sie aus. Los. Unter dem Fenster ist eine kleine Pergola über einem Innenhof, wo jetzt mehrere überraschte ältere Herren mit ihren Zigaretten und Tee hochschauen in eure Richtung, die dabei sind, Karten zu spielen. Die Ungebildeten unter uns, was ist eine Pergola? Eine Pergola ist ein Gerüst für Kletterpflanzen, tatsächlich. Ach, herrlich. Und Genevieve drängt sich zwischen euch. Ich möchte erinnern, sie ist schon mal an einer Flagge runtergerutscht. Also, nun, tata, es war mir eine Freude. Und mit ihrem Sommerdress drängt sie sich nach draußen durch dieses Fenster und springt oder klettert auf diese Pergola. Ja, gut. Was macht der Rest? Ich würde halb rausklettern und versuchen, Teile. Mit Mario zusammen Julius rauszubuxieren. Ja, und Mario ruft Teile. So gute Idee. Übers Fenster rauszuklettern, mich so langsam ein bisschen runterhängen zu lassen. Wahrscheinlich reiße ich mir dabei irgendwie die Naht auf. Ich hab vielleicht noch eine andere Idee. Kannst du die an mir festhalten? Ich kann's Komm probieren. Ich mit ihm da runter? Mach mal einen Wurf auf Stärke. Also okay, kannst du dich an mir festhalten? Ich hänge mich so wie so ein Sack hinten. Ist es, wenn dieser Charakter nichts kann, dann hat er zumindest Kraft. Dann drehe ich mich um und sammle die Teile ein. Das ist eine gute Idee. Mhm. So, Kraft war die Idee, ne? Ja. So, 20. Ja. 20 von 73. Bam. Ja, du kannst selbst mit Petersen als halbtotes Gewicht auf dem Rücken noch klettern. Während Guinevere vor dir in ihren Sandalen über die Streben der Pergola läuft. Und aussieht, als würde sie irgendwie Werbung für einen Modekatalog oder so machen wollen in Istanbul. Just a normal day in Istanbul. Flattert. Ja. Vernon sammelt Statuenteile ein. Was macht Susan? Was macht die andere McAllister? Ich würde tatsächlich noch versuchen, den anderen so viel Zeit wie möglich zu verschaffen. Das heißt, ich würde mich von der rückwärts gehend von der Tür wegbewegen. Aber wie gesagt, wenn da weitere Leute versuchen, über die Kommode zu kommen, würde ich schießen. Über nicht, aber du wirst gewahr einer fleischigen Masse, die unter der Kommode anfängt hervorzuquellen. Und ich will mal einen Stabilitätswurf bist du dann machen. Relativ sicher, dass du einen Bauchnabel in dieser Masse siehst, die dann wie ein Ballon darunter herausgepustet wird. Ihr könnt gerne einen Wurf auf geistige Stabilität machen, die das noch sehen. Ach gut, dass wir schon draußen sind. Wurde ich stehe sagen, ja Bombe. Direkt davor. Mega. Nö. Geschafft. Alles schon gesehen. Ja, wer es geschafft hat, das lässt euch kalt. Keine Normal. Natürlich, ein Bauchnabel, selbstverständlich. Alkohol, wir hatten bestimmt Alkohol, richtig? Den hat Mario Pedersoli gerade mit entfernt. Mir wenn abgenommen. Ich, ja. Also der entweder das oder wenn ich raus. Mit, eigentlich werde ich den vermutlich am Fenster stehen gelassen haben, wenn ich mit zwei Händen rausblättern muss, oder? Wunderbar, dann würde ich den nehmen. Mit meiner freien Hand, die nicht den Revolver hält und würde die Flasche einfach so richtig mit Schmackes auf diese Fleischmasse, die unter dem der Kommode hervorblubbert, werfen, sodass es alles schön in Alkohol getränkt ist. Mhm. Ich nehme an, wir haben so schöne osmanische Teppiche am Boden, die auch schön... Selbstverständlich. Es ist sich polierter Holzboden, schön voll saugen. Polierter Holzboden, auf dem Teppiche, orientalische Teppiche ausgelegt sind. Wunderbar. Dann, ob sie türkisch sind, kann ich nicht garantieren.
Na gut, das ist ja erstmal irrelevant. Hauptsache, der Teppich ist saugfähig. Das ist die wichtige Information. Und dann würde ich tatsächlich gerne dieses anzünden. Also ich gut, würde dann irgendetwas würdest du Robert noch weglassen davor? Würdest du Robert noch weglassen davor? Ich habe da gerade erst die Ja, du, keine Sorge. Also ich würde, ich würde versuchen, so zu werfen, dass ich dich nicht treffe. Aber wer weiß. Es gibt Werfen als Skill, oder? Soll es gibt Werfen als Skill, ja. Du darfst aber die Zehnerstelle zweimal würfeln, weil du musst nur einen Meter vor dir grob eine Zone treffen. Ja, das ist gut, dass ich die nochmal würfeln darf. Das wäre dann 99 gewesen. Ich hätte sie wahrscheinlich so Robert an den Hinterkopf. Von hinten an den Kopf, ne? Okay, das sieht besser aus. Ich muss nur gucken, was ich habe. 20 wahrscheinlich. Ich habe das gesteigert. Nein, als einzige Person wahrscheinlich in der ganzen Gruppe. Ich habe das gesteigert, aber nicht wirklich viel. Also es reicht ganz knapp nicht. Also ich habe 31 von 25. Aber ich würde sagen, für die grobe Richtung reicht's. Du wirst die Flasche, sie prallt an dem Fleisch ab und geht nicht kaputt. Es läuft nur so ein bisschen was raus, weil du sie offen geworfen hast. Herr Schmidt, treten Sie da mal drauf, bitte. Herr Schmidt schaut nach unten und sieht, wie sich so leicht gebräuntes mit Dehnungsnarben versehenes Bauchfleisch leicht behaart um seine Füße herum quellend liegt und anfängt, die Knöchel hochzuklettern. Und daneben eine Flasche mit billigem Fusel. Ich setze das Messer unten an der Kommode an, weil da kommt ja das Zeug so rausgesuppt. Und kennt ihr das, so diese Papierschneider? Ich setze es an und ziehe einfach mal richtig schön durch. Die Kommode bebt unter einem lauten Schrei und der Körperteile, die da rausgequollen kamen, ziehen sich wieder zurück. Steh auf, dreht auf die Flasche und geh an Suse vorbei. Passt schon. Herzlichen Dank. Und dann würde ich tatsächlich ein Feuerhölzchen draufschnippen oder so und dann zünden wir halt das Hotel an. Also ich habe da inzwischen keine Hemmung mehr. Mit sehr verehrten Damen und Herren, an dieser Stelle stand bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, das ist so Hypera. Mit einem Funk beginnt das Flambieren. Kleine bläuliche Alkoholflammen, fast nicht sichtbar im Tageslicht, das durchs Fenster hereinströmt, klettern über den Teppich, die zerstörte Flasche und an der Kommode hoch, auf der gerade jemand an dem tiefen Schnitt im Gesicht aktiv am Verbluten ist. Währenddessen kann Vernon jetzt mittlerweile auch rausklettern hinter den anderen her? Ich würde auf Susan warten. Ich stehe am Fenster und warte bis... Schwer beladen mit einer Statue. Das sind schon so 60 Kilo, 80 Kilo Material, die du jetzt mit dir rumschleppst. Komm schon, ich nehme eine mit. Und du bleibst auch... Also, es müsste mir eigentlich egal sein. Komm. Ich komme. Okay. Kann ich jetzt nicht hängen lassen. Die anderen sind auch am Fenster, versuchen rauszuklettern, rauszuquellen. Klettern als Skill? Bestimmt. Das gut klettern? Ja, super. Das gut. Aber für aus dem Fenster klettern braucht ihr den nicht. Ich würde einen Wurf auf Gewandtheit ablegen, um dafür einfach abzuklettern, dass ihr auf der Pergola nicht runterfällt. Unterhälfte. Das ist gut, wenn man einen Haufen Statuenteile dabei hat. Ja, du würfelst aber bitte auch nochmal auf Glück, Vernon. Wie viele Statuenteile hast du jetzt? Wenn ich eins abgegeben habe, sind es noch 1, 2, 3, 4, 5. Dann auf Glück minus 50. So viel Glück habe ich nicht. Dann kann es nur schief gehen. Die Pergola ächzt, knarzt und dann bricht sie unter euch allen zusammen. Alle. Außer Guinevere, die war so schnell, dass sie schon am Boden Glück ist. Als letztes rausgegangen. Guinevere, hinter dir bricht die Pergola zusammen. Sind Mario und auch schon unten? Wir sind auch schon unten. Mario und Julius sind auch schon unten, ja. Vernon, wie bist du nach mir gegangen? Was sollten wir würfeln? Gewandtheit? Ich habe gewartet auf alle. Ich stehe am Fenster und hab gewartet. Wenn alle draußen sind, gehe ich als letztes und dann... Scheiße. Ja, da kann man nur zugucken, wenn sowas zusammenbricht. Ja. Wir können natürlich uns da drunter stellen, aber... Das ist aber tatsächlich nur ein Trefferpunkt Schaden für alle, die damit abstürzen. Gut, das bin vermutlich auch ich. Die alten Herren, die da draußen saßen, in ihren schicken Westen und kleinen Hütchen, die sie aufhaben, mit ihren Tee und Zigaretten, spritzen schreiend von ihrem Spieltisch weg, starren euch an. Ihr steht oder rollt oder liegt, fallt in dem Innenhof, der in erster Linie wohl auch für die Angestellten des Hotels da ist. Seht einen Eingang zur Küche, in dem jemand in einer etwas speckigen,
Kochschürze steht, mit offenem Mund, aus dem sich langsam eine Zigarette abseilte. Plopp. Okay. Ah, sau gut, Julius. Vernon, meine ich. Ich guck Mario okay. an. Guter Mann. Guter Mann, klopft dir so ein bisschen auf deine ordentliche Schultern. Es ist weniger Stimme, als es aussieht, oder? Kein Ding. Nicht jederzeit. Möchte irgendjemand Herr Petersens Revolver haben? Ich habe auch einen. Ich hätte ihn unheimlich gerne. Ja, bitte, bitte. Ich habe nachgeladen. Das wird immer besser. Ich wollte schon hingreifen. Wissen wir, wo Makri hat? Hat er irgendwas gesagt, wo er unterkommen wird? Das ist, glaube ich, das Wir wissen nur, wo sein Bruder ist. Vielleicht wir suchen wissen, wo wir sein den Bruder Schwitzenden. Sein soll in dieser alten Moschee. Aber wir vielleicht suchen Bruder wir fragen. Einfach den Schwitzenden, wenn der uns schon Zettel schreibt. Warum ja. nicht? Ist doch. Ja. Ja, vielleicht ist das eine gute Idee. Vielleicht sollten wir uns verkleiden. Warten Sie einen kleinen Moment. Ich öffne meine Handtasche und krame darin herum. Und nach einer Weile sagen Sie so, ja. Also nach einer Weile brennt es unten. Ihr hört Schrei. Gut, Sekunden hast du. Also, so vielleicht 10. Möchte jemand einen falschen Bart? Nein. Nein. Ich sammle den Start und alle zusammen. Weg. Ja, gut, ich dachte nur, vielleicht sollten die Leute uns nicht unbedingt erkennen. Also ich ziehe so einen Schal raus und wickel mir so einen Schal um den Kopf, damit ich anders aussehe. Werte Susan, haben Sie sich mich mal angeguckt? Ja. So ein riesen Blutfleck in meinem Hemd. Ich glaube, Bart bringt da nicht wirklich was. Hoffentlich verbrennt dieser Arzt nicht. Gut, egal. Sagen Sie nicht, dass ich nicht versucht habe. Ich habe ja geklingelt, die sollten relativ schnell feststellen, dass da was brennt. Robert wird sich so kurz zu Genevieve, habe ich das richtig ja. jetzt verstanden? Würde ich mich kurz so zu übernehmen. Und Sie haben freiwillig mit den Leuten zu tun. Fragen Sie nicht. Am Anfang war eine große Summe im Raum und jetzt weiß ich gar nicht, warum ich gewartet habe. Aber es ist tatsächlich ein Abenteuer und dafür bin ich hier. Also wollen wir... Hat der Robert eigentlich den Koffer mit dem Geld mitgenommen? Nein! Ah! Tja, natürlich nicht! Er musste Leute abstechen. Das ist halt deine Bezahlung weg. Jetzt beschwer dich nicht bei also mir. Also ist jetzt alles weg eigentlich, was diese ganze Sache überhaupt sinnig gemacht hat. Wir sind fucking am Arsch, ja. Ich schulter mal ein paar Statuenteile und der erste ältere Herr, dem die Zigarette aus dem Mund fällt, den würde ich auf den beiden Sprachen, die ich kann, Englisch und Französisch, anschwätzen, ob er was von Beilab, dem Schwitzer, ob er was von Beilab, dem Schwitzer weiß und wo der ist, wo man ihn finden kann. Auf Französisch sagt er Beilab, der Schwitzende, im Hammam. Und er deutet raus auf die Straße und gibt eine kurze Beschreibung. Offensichtlich ist es gar nicht weit weg, ist auch im Stadtteil Pera. Wo findet man den Schwitzenden? In der Sauna, natürlich. Das hätte man auch macht jetzt tatsächlich sehr viel Sinn, ja. Vielen Dank. Ich wäre vorsichtig, es brennt in unserem alten Zimmer. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Dann würde ich mich umdrehen und in die Richtung gehen. Mir gezeigt hat. Bauchhaltenderweise, um so ein bisschen die Naht zusammenzuhalten, folge ich. Ja. Das Gebäude, das euch angewiesen wird. Einen Moment noch. Ja. Wie sieht es mit dem Chamäleon aus? Sind wir. Ist orange. Also das ist gut. Dann bin ich das etwas beruhigter. Ja. Mhm. Es hängt vorne an dem Ausschnitt deines Sommerkleides. Schaut mit den Augen in unterschiedliche Richtungen und hat den Schwanz wie so eine Spirale aufgerollt. Die Straßen sind inzwischen auch in diesem Stadtteil recht voll. Hier in Istanbul sind die meisten Leute zu Fuß unterwegs oder ihr habt in Istanbul selber keine Pferdewagen oder so groß gesehen, aber hier seht ihr zumindest kleine Karren, die zum Beispiel von Maultieren gezogen werden und sehr viele Handkarren, die ja auch einfach von Menschen bewegt werden. Mehrere Leute sprechen euch besorgt an, als sie sehen, dass Julius blutet. Nee. Werden abgewimmelt offensichtlich. Und ihr findet den Beschreibungen nach auch relativ einfach ein Badehaus.
Das ist nämlich das, was mit Hammam offensichtlich gemeint ist. Draußen stehen Schilder, die erklären, wie viel es kostet und verkünden, wann die Badezeiten für Männer und wann für Frauen sind. Geschlechterteilung wird eingehalten. So, natürlich. Jetzt brauchen Sie einen Bad. Es sei denn, ist es gerade für Frauen. Aktuell ist Männerbadezeit tatsächlich. Die Frauen sind erst später am Tag. Haben Sie noch einen zweiten für Gwynnefer? Natürlich. Möchten Sie auch einen? Ja, das also, macht super mit dem wunderschönen Kleid, das man dann Mademoiselle Beaumont trägt. Ich werde jetzt ganz ehrlich mit Ihnen sein. Ich habe eigentlich kein Bedürfnis, schwitzende Männerkörper zu betrachten. Also wäre es vielleicht möglich, dass ich hier draußen warte und... Ich warte dann solidarisch mit Ihnen. Ich würde auch hier draußen bleiben wollen. Ich habe nämlich so in meinem Zustand relativ wenig Bedürfnis, da reinzurennen. Aber da könnte man sie sauber machen, Herr Petersen. Abbürsten. Ich stelle mich so vor Mario und Mario. Ja. Die gehen rein und holen sie raus. Argument. Ja. Wir können auch einfach drin mit ihm reden. Wir können auch einfach drin mit ihm reden. Ich komme mit. Genau. Vernon wird es schon erklären. Ich bin ziemlich sicher. Ja. Wenn wir reingucken, sehen wir da vielleicht irgendwie sowas wie eine Lobby, Logia, wo wir uns vielleicht... Ja, es gibt tatsächlich einen Empfangsbereich, wo jemand sitzt, um die Regeln zu erklären und zu kassieren. Den Eintritt von den Leuten, die kommen. Der lehnt sich auch vor und guckt etwas verwirrt in eure Richtung. Das ist ein relativ junger Mann mit einem aknezerfurchten Gesicht, der aber relativ stolz einen gar nicht so schütteren Oberlippenbart zur Schau trägt. Und einen feschen kleinen Seitenscheitel. Lehnt sich noch weiter vor und sagt dann auf akzentuiertem Französisch: Frauenbadestunde später. Und das wissen wir, sage ich auf Französisch und zeige auf die Männer. Aber die Herren haben dringend ein Bad nötig. Brechen Sie das denn nicht? Hey. Ich werde das nicht kommentieren, aber sehr willkommen. Und wir würden uns dann hier einmal niederlassen, wenn das in Ordnung ist, und warten. Ja, Teehaus gehört dazu. Er deutet auf den Anbau, in dem mehrere Leute sitzen, Tee trinken, rauchen, lesen. Tatsächlich eine Menge Leute, die da sitzen und lesen. Zeitungen und verschiedene Schriftwerke, sich unterhalten und Dame spielen, würdest du sagen. Auf jeden Fall mit gemusterten Brettern vor sich, auf denen sie Steinchen hin und her schieben. Na, Madame McAllister, wie wäre es auf einen Tee? Tee unbedingt. Unbedingt. Gibt es einen Arzt oder ähnliches in Ihrem Etablissement? Nein. Schade. Das ist ja auch ein Badehaus und kein Krankenhaus. Hätte ja sein können. Robbie, unsere Runde. Sind Sie noch dabei? Ja, natürlich. Box dir so auf die Schulter. Das habe ich mir doch gedacht. Also, es gehen jetzt rein Mario, Robert, Robbie und Vernon. Was passiert mit den Statuenteilen? Wir könnten auf die aufpassen. Yeah. Du solltest einen Teil mitnehmen, oder? Zum Beweis? Dann such dir. Prima. Und dann die anderen können wir ja irgendwie nett bei uns unterm Tisch parken. Sollten wir dann vielleicht nicht den Revolver mitnehmen? Sollten wir nicht was? Den Revolver. Nein, Robbie kann den Revolver mitnehmen. Ich habe einen eigenen. Großartig. Ich weiß nicht, warum das Gefährlichste an ihr. Ich wollte es nur. Aber Susan, ich werde einen Revolver schlecht unter einem weißen Frottee-Handtuch um die Hüften verbergen können. Wieso? Sie haben doch bestimmt ein mächtiges Gewehr. Ja. Ich gehe einfach rein. Also ich bezahle zwei Revolver. Kam irgendwo Geld raus, knall ihn was hin. Dir wird erklärt, dass in dem ersten Raum du dich entkleiden sollst. Ja, ja, dann nehme ich ihn mit rein und lege ihn in einen Spind oder sowas, was wir die da haben. Dass du dann ein Handtuch nimmst und dir um den Leib bindest, bevor du in das eigentliche Dampfbad gehst. Genau. Gibt es da so Schränke? Abschließbare Schränke? Nee, nicht abschließbar. Das sind offene Fächer, in die du die Sachen einfach... Ja, dann will ich den Revolver bei den Damen lassen. Oder und bei Julius. Mhm. Ich lege den Revolver rein.
Bis zur Umkleide komme ich doch mit rein. Sollte. Mhm. Und such mir was Neues zum Anziehen. In dem offenen Fächern. Ja, das ist geil. Das sind tatsächlich reihenweise Kleidungsstücke. Guck mal, die haben eine Boutique. Ich probiere mal was aus, bis ich was finde, was mir passt, damit ich halt nicht mit so einem blutvollgetränkten Hemd durch die Gegend renne. Also du findest tatsächlich eine helle Leinenhose und ein ziemlich weit geschnittenes Hemd sowie eine Weste, die dir ganz gut Perfekt. Passen sollte. Ja. Gehst rein, ziehst dich um, kommst wieder raus. Der junge Mann am Empfang. Ein Kreislauf. Ne, das wäre heute keine gute Idee mit einem Dampfbad. Das Geld können Sie aber behalten. Gut. Drin. Und dann setze ich mich zu den Damen. Mhm. Im Dampfbad. Vernon, Mario. Zieht Robert sich dann auch aus? Nein, eben nicht, weil er sich darüber wundert, dass sie sich die anderen ausziehen. So, warum zieht ihr euch aus? Wir gehen da rein, holen den raus oder sprechen da drin mit ihm. Er hat gesagt, ausziehen, Handtuch umbinden, also ziehe ich aus und binde mir ein Handtuch um, während ich mich ausziehe. Und dann waren Sie noch nie in einem Dampfbad, Herr Schmitz? So kommt man einfach schneller zum Ziel. Nacht kommt man schneller zum Ziel? Nicht und immer. Hier. Ja, kommt auf dein Ziel an. Das kommt auf dein Ziel an. Robert zieht blank. Ja. Wir sehen sowieso alle aus wie ein Versehrten, wie ein Lazarett, irgendwie überall Löcher und blaue Flecken, weiß der Fuchs was. Die nächste Tür führt dann in Nebel. In ausgesprochen warmen Nebel. Draußen ist es tatsächlich vor allen Dingen für Istanbuler Verhältnisse recht frisch. Ende Februar, Anfang März, immer noch kühler Meereswind. Also für nichts natürlich im Vergleich zu Deutschland. Zu derselben Zeit. Aber das ist doch jetzt ein deutlicher Sprung von vielleicht irgendwie so 12 Grad draußen zu plötzlichen um die 40, 50 Grad, wenn nicht mehr. Und mit 100% Luftfeuchtigkeit würdet ihr schwören. Denn ihr seht fast gar nichts. In einem dichten, diesigen Nebel, der irgendwo durch ein paar Lichtstrahlen, die durch Fenster hereinfallen, zumindest golden angehaucht wird, hört ihr Leute sich leise unterhalten, hin und wieder mit einem Plätschern von Wasser, Klatschen von Holzpantinen, die auch ausliegen, dass man sie sich anziehen kann, um die Füße vor dem Boden beheizten Hitzeausstrahlung, die von unten kommt, zu schützen. Und ein Zischen hin und wieder als Dampf weiter in den Raum geleitet wird. Aus diesem Nebel tauchen dann immer mal wieder große Marmorsteine auf, weiß mit feiner grauer Äderung, auf denen Leute liegen und schwitzen. Tatsächlich relativ entspannt. Durch teils fragende Blicke zu werfen, wenn ihr zu lange verharrt, um euch zu orientieren. Sollen wir gucken. Gibt es irgendjemanden, der wichtig oder mysteriös aussieht? Die dritte Person, an der du vorbeikommst, nach zwei eher durchschnittlich aussehenden Leuten, ist vor allen Dingen bemerkenswert massig. Ein großer, dicker Mann mit breiten Schultern, mit bemerkenswerten Armen, die über den Ellenbogen nochmal in doppelte Breite anquellen. Ohne Haare auf dem Kopf, mit dicken Speckfalten im Nacken und Haut, die unter dem Kinn nochmal so ballonartig sich erweitert, der mit einem Tuch um die Hüften auf einem dieser Steine sitzt und aus einem Holzeimer mit einer Schöpfkelle kaltes Wasser holt und sich mit einem über den Kopf gießt. Schwergewicht. Ihr sucht Baylab. Sieht man uns das an? Ich weiß einiges, was so passiert. Und gerade hat mir jemand erzählt, dass es in eurem Hotel brennt. Ihr seid doch die Leute, die mit dem verfluchten Zug angekommen sind, mit dem so viel Seltsames passiert ist. Ja. Sind wir. Und Sie sind der Mann, der uns geschrieben hat, nicht wahr? Ich bin Baylab. Reden wir doch über die Statue. Sie wissen doch sicher Bescheid, oder? Wir müssen doch nicht lange sozusagen im Nebel stehen. Ich weiß, dass es Leute hier in der Stadt gibt, die nach dieser Statue suchen.
Ich denke, ich weiß auch warum. Und ich habe einiges dazu gehört, was diese Statue kann und wofür sie verwendet wird. Er schöpft nochmal kaltes Wasser, gießt es sich über den Nacken. Einer dieser Leute in der Stadt, die nach der Statue suchen, ist Magria Days Bruder, richtig? Selim Magriat. Ja. 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 Der alte Mann der leeren Moschee. Ja. Er hat die Schriftrollen, ihr habt die Statue. Er weiß, wie man sie benutzt. Und wir haben sie. Und ihr habt sie und wisst gar nichts. So ist es. Könntet ihr vielleicht ein Geschäft arrangieren? Mit Selim Magriat? Ja. Nun, was wünscht ihr euch denn für ein Geschäft? Schüttet Wasser über den linken Arm. Wir geben... Vernon, bitte. Irgendeins, aus dem wir lebend wieder rauskommen. Ich hätte es ein bisschen konkreter formuliert, aber ja. Das Geld. Das wünschen wir uns doch alle lebend aus Sachen wieder rauszukommen. Das ist eine der Grundannahmen. Ansonsten würde ich sagen, wir geben etwas her, worüber wir nichts wissen. Er bekommt etwas, was er gerne hätte, und er legt noch irgendwas Nettes für uns drauf und lässt uns ansonsten in Ruhe. Ich bin ja, Geld. Sicher, wenn ihr auch noch seinen Bruder mit ausliefert. Den haben wir gerade nicht da. Er euch auch noch Geld, wenn das gewollt wird, mit einem Handkuss. Und wenn wir seinen Bruder aus der Gleichung rauslassen, glauben Sie, das ließe sich auch einfach so machen? Selim Magriat ist ein gefährlicher Mann. Ja, deshalb würde ich ja gerne Sie schicken. Wenn Sie Interesse an dieser Statue haben und an den Schriftrollen, finden wir auch bestimmt eine Möglichkeit, wie Sie beides bekommen, wenn Sie wollen. Ich versuche indische Mach-das-bloß-nicht-Bewegungen hinter dem Schnitzer zu machen. Aber ich handle nicht mit Gegenständen, ich handle nur mit Informationen. Ich gucke mich mal um. Sind da noch irgendwelche Leute, die jetzt uns so langsam aber sicher zustellen oder so? Also in dem Nebel kannst du vielleicht maximal zwei Meter weit schauen, so dicht ist der. Mhm. Gut. Das heißt, du hörst eher, dass da Leute sich bewegen. Da sind auf jeden Fall noch andere Menschen. Du hörst auch immer mal wieder ein leises Räuspern. Redet er denn so laut, dass das alle mitkriegen, die da sitzen? Er redet relativ gedämpft. Also es ist schwer, das einzuschätzen im Nebel. Der Nebel erzeugt so den Eindruck, als wäre man in seiner kleinen geschlossenen Welt. Und als würde garantiert niemand mitbekommen, außerhalb von eurer kleinen Blase, in der ihr euch gegenseitig sehen könnt, was da jenseits davon passiert. Aber du hörst ja auch die anderen Leute sich bewegen. Also ist eher die Frage, sprechen die Englisch? Es wird jetzt unangenehm. Der ist viel zu selbstsicher. Ihr handelt mit Informationen. Ja, das ist mein Geschäft. Mhm. Was wisst ihr denn über das Ding? Es ist ein sogenanntes Simulacrum. Ein idealer Mensch. Und wenn man es besitzt, bindet es sich an einen. Und man altert nicht, bis man den Besitz wieder verliert. Und das endet unschön. Wenn man aber weiß, welche Riten man durchzuführen hat, wenn man die Schriftrollen des Sedefgar, des Erschaffers hat, schützt wieder Wasser über seinen Kopf, dann kann man sich damit verbinden. Und dann heißt es, dass man einen Gott rufen kann. Nicht Gott. Einen Gott. Und immense Macht erhält. Oder man kann sich von ihm trennen und den Fluch, der mit dem Besitz einhergeht, aufheben. Ja. Aber für beides braucht man die Schriftrollen. Ja. In ihnen steht, wie man das durchzuführen hat. Und mit den Schriftrollen kann man den Besitz dann auch übertragen? Oh, den Besitz übertragen ist leicht. Man gibt es einfach jemand anders, aber dann muss man mit den Konsequenzen leben. Ja, das mit dem Fluch brechend vorher klingt für meine Ohren eigentlich sehr gut. Was hat euch dazu bewogen, mit uns Kontakt aufzunehmen? Man hat schon ein bisschen was gehört, was mit diesem Zug passiert auf dem Weg hierher. Da sind
hektisch Telegramme geschickt worden. Und mir ist aufgefallen, dass Selemakriat daran höchst interessiert war. Und dann habe ich ein bisschen meine Fühler, er wibbelt mit seinen dicken Fingern, ausgestreckt. Was hat er davon? Selim? Nein, das hast du. Ich? Das Wohlwollen von Selemakriat, und das ist hier sehr viel wert. Ich will mich nicht schlecht mit ihm stellen. Das wäre ausgesprochen unvorsichtig. Leute, die ihm Unbill bereiten, enden meistens sehr unschön. Was mit dem unschönen Enden, darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Mhm. Könnte ich eine Einschätzung von Ihnen haben, verehrter Meister des Wissens? Wenn angenommen, wir gingen zu Selemakriat in die Moschee und würden ihm die Statuenteile ausliefern, könnte er dann meinen Begleiter hier, ich deute auf Vernon, aus dem Besitz der Statue lösen, ohne dass ihm etwas Übles widerfährt? Ich kann mir das vorstellen, aber warum sollte er? Warum nicht? Weil er ein Ganove ist. Nein, er ist kein Ganove. Stellt euch vor, Selemakriat trinkt seit Jahrzehnten aus einer vergifteten Quelle so sehr, dass er inzwischen selbst Gift geworden ist. Ja, aber vielleicht aus Dankbarkeit dafür, dass wir ihm die Statuenteile überlassen. Er lehnt sich vor und zischt, Selemakriat ist böse. Und ich meine böse. Wie ein Fluch, der Kinder in der Wiege umbringt. Böse wie etwas, das Kriege anzettelt. Böse wie etwas, was seine eigene Familie frisst. Wie etwas, das euch lächelnd ins Gesicht schaut und dann die Kehle durchschneidet. Ich hab's verstanden. Das wäre doch auch äußerst blöd, wenn wir einfach auf eigene Faust in diese Moschee gehen würden, weil da niemand weiß, dass wir diese sehr wertvollen Informationen für... Wo ist überhaupt die Statue? Habt ihr einen Teil bei euch? Auch Mairi fragt, wo ist er? Ihr hattet den Kopf mitgenommen? Wo ja, ich habe den Kopf dabei, den kann ich so halb auspacken und kann ihn zeigen. Die anderen Teile sind bei den Damen. Ja. Draußen bei den Damen und Julius. Es setzt sich jemand zu euch an den Tisch. Ein Mann. Wie sieht er aus? Strubbeliges Haar, graue Schläfen, eine Bürste von Bart im Gesicht. Du bist stumm geschaltet, Ivy. Hat er gefragt? Nein, der setzt sich einfach. Und, also, was hat er für ein Vibe? Schon das Chamäleon macht die Augen sehr klein und wird grau und verkriecht sich unter deinen Haaren. Großartig. Ich lasse mir nichts anmerken davon, dass ich das gemerkt habe. Und ich schaue ihn mit schmalen Augen an. Haben wir Sie eingeladen? Nein, ich habe mich selbst eingeladen, sagt er mit der Stimme von Mehmet-Makriat. Das sagt mir gar nichts, die Stimme. Sie sind es. Also Sue wirkt deutlich erleichtert und nickt ihm fast freundlich zu. Das ist der Herr aus dem Zug von vorhin. Sie erinnern sich? Bevor der ganze Tumult losgebrochen ist? Ah, das Arschloch! Ja, das ist richtig, ja. So bin ich also vorgestellt worden, ich verstehe. Also, nicht direkt. Also. Nicht von uns. Sagen wir, die Situation war unaufbaulich und es gab einige Leute, die sich, naja, also, da kochen die Emotionen schon mal über, das müssen wir doch verstehen. Und wie kommen wir jetzt zu der Ehre? Was macht er? Er will bestimmt was von uns. Was machen wir hier? Es ist ein Hammam. Natürlich nehmen wir ein Bad. Und die Frauenbadestunde ist eben später. Die anderen sind gerade da drin. Ja, die reden mit dem Schwitzer. Und reden mit dem Schwitzer. Natürlich. Verraten wir jetzt alle Dinge an diesen Kerl? Naja, ich dachte über sowas. Also ich glaube... Unsere Beziehung ist jenseits von solchen. Der wird sich das schon denken können.
Der hat schon recht viel von, mitbekommen von dieser ganzen. Er ist vieles, aber er ist zumindest nicht saublöd. Genevieve enthält sich, mein Spaß. Und was machen Sie hier, wenn ich fragen darf? Ich bin den Schergen meines Bruders ausgewichen, aber ich habe natürlich ein Auge auf euch und die Statue auf das Simulacrum. Wir hatten schon die Vermutung, dass die Leute vorhin von ihrem Bruder geschickt wurden. Der Zeitungsjunge mit den zwei verschiedenen Augen? Mhm. Der Mann mit dem Häutermesser? Und der Messer. Ja, ja, den habe ich auch kennengelernt. Voll das Arschloch. Ja. Alle meinem Bruder ausgesprochen hörig. Was möchte denn ihr, also was möchte denn ihr Bruder von Ihnen oder mit Ihnen? Von mir? Ich nehme an meinen Tod, weil ich eine Konkurrent sein könnte. Er aus seiner Sicht. Inwiefern? Was die Herrschaft über die Sekte angeht. Mhm. Ah, also sind Sie auch so ein Hautwechsler? Er holt ein Zigarettenetui raus, klappt es auf, holt eine hauchdünn gerollte Zigarette raus. Ja, nennen uns Brüder der Haut tatsächlich. Ach, das ist doch alles Gewäsch. Es ist egal, wie Sie sich nennen. Es geht mir hier nur darum, dass wir irgendwie alle mit unserer Haut davonkommen. Und ich war zwar jetzt eine Weile nicht bei der Gruppe, allerdings muss ich sagen, so langsam wird es doch ein bisschen viel mit der Brüderschaft der Haut und ihrem Bruder. Und sind Sie uns jetzt eigentlich gut gesonnen oder sind Sie uns nicht gut gesonnen? Ich bin meinem Bruder feindlich gesonnen. Also Freunde Bruder meines British Empire, aber zu letzterem. Er ist Susan rüber. Gehören ja zumindest nicht alle dieser Gruppe. Also, außerdem, bevor Sie mein Zwist ist höchstens mit dem Adel des British Empire nicht mit einfach bürgern. Ja. Aber Madame, bevor Sie auf die Idee kommen, der Feind meines Feindes ist der Feind meines Feindes, nicht unbedingt unser Freund. Wichtig. Glauben Sie mir, ich bin ganz sicher nicht gewillt, jetzt Freundschaften zu schließen. Allerdings bin ich daran interessiert, dass wir überleben. Und sie lehnt sich ein bisschen nach vorne und das Chamäleon schiebt sich so unter ihr Sommerkleid. Also, was genau soll ihr kleiner Auftritt hier bewirken? Müssen wir uns in Acht nehmen vor irgendjemandem, der Ihnen hinterhergekommen ist? Oh, es ist mir niemand hinterhergekommen. Die Schergen meines Bruders sind schon hier. Großartig! Das freut mich. Ich versuche ihn gerade davon zu überzeugen, dass es eine total gute Idee ist, wenn er den Deal irgendwie brokert, weil sonst weiß ja niemand, dass er auf die Idee gekommen ist. Und versuche ihn davon zu überzeugen, dass er das will. Aber ja. Bitte. Ich bin gerne bereit, Mittelsmann zu machen und ihr Anliegen an Macriat Bay weiterzuleiten. Allerdings, ich kann nicht dafür garantieren, dass das für sie gewinnbringend ausgehen wird. Er will diese Statue und er wird sie bekommen. Und ich weiß nicht, welche Druckmittel jetzt auf ihrer Seite sein sollen. Wir könnten sie ihm überlassen, wenn wir in dieser. Das ist ja bestimmt, brauchen wir, um den Fluch aufzulösen, nur bestimmte Schriftrollen. Vielleicht kann er die. Das würde er vermutlich sowieso nicht wollen und dann sind sie für ihn vielleicht wertlos. Sie könnten sie uns zuspielen, wir lassen die Statue hier. Ohne dass noch weitere Hotels abgebrannt werden, Leute mit Messern im Gesicht auftauchen, erschossen werden und dergleichen. Ohne weiteres Aufsehen. Tja. Es ist anders zu sagen, als ein
dünner Mann aus dem Nebel herausgetreten kommt, der euch irgendwie vertraut erscheint und sich über die Schulter des Schwitzers neigt und sagt, brauchen wir denn wirklich einen Mittelsmann? Macriat Bey ist bereit, euch zu helfen, wenn ihr die Statue an seinen Bruder heute Abend in die rote Moschee bringt. Und bis dahin werden wir nicht verfolgt. Einverstanden? Die Statue und den Bruder. Und er legt ein kleines Messer seitlich an die Hals von Baylab, der aschfahl geworden ist und jetzt sichtlich nicht mehr nur wegen der Temperatur schwitzt. Heute Abend? Und wir kommen hier alle, ich nicke mit dem Kopf auf Baylab, alle mit unserer gesamten Haut wieder raus. Und Vernon löst den Fluch. Sie haben keine gute Verhandlungsposition. Und Sie fragen und uns Baylab trotzdem. Hier, er schleicht mit der Hand über die Glatze von Baylab, dem Schwitzer, hat ein bisschen viel ausgeplaudert, finde ich. Allerdings. Aber sonst hätten wir uns am Ende verpasst. Das wäre doch tragisch gewesen. In der Tat. Gut, dass wir das ausgemacht haben. Ich gebe euch einen Vorsprung von 5 Sekunden. Gut, Jungs, Abmarsch. Hör nicht mehr zu. Ich dreh mich um 3 und laufe. Und weg. Ja. Ihr hört hinter euch Baylab auf Türkisch plappern, rufen und schreien und dann ein reißendes Geräusch. Und dann etwas Schmatzen. Der Nebel wird kalt und fällt in Tropfen zu Boden, sodass ihr klare Sicht habt auf entsetzte Leute, die sich auf den steinernen Bänken zusammenrollen oder an die Wände drücken. Und das massige Skelett von Baylab, dem Schwitzer, das in sich zusammensackt und wie das Fleisch, wie flüssig gewordenes Wachs von ihm heruntertropft. Und als sich ein großer Klumpen rosa-roter Teig sammelt, wo die Füße einmal den Boden berührt haben. Wenn der Kopf seitlich über die Schulter klackernd auf den Marmor rollt, beginnt dieser Teig am Boden zu kochen und zu brodeln und anzuschwellen, als würde er tatsächlich aufgehen in einem Ofen und strahlt immense Hitze aus, die euch auf den Fersen ist. Aber ihr habt ja 5 Sekunden Vorsprung. Tun wir mal so, als hätte ich den Stabilitätswurf geschafft. Ihr macht wie viel mal einen da? Wurf auf geistige Stabilität, das ist richtig, ja. Danke. Ich habe verloren mit einer 89. Ja, mir hat es gerade so gereicht. 32, jetzt muss ich mal gucken. 22, ich bin entspannt. Was passiert bei Bestehen? Das ist bei so Bestehen krass. Verliert ihr einen. Mhm. Okay. Und wenn nicht, dann 8. Ach, du Scheiße. Mhm. Acht. Ja, warte mal, damit habe ich doch sofort geistigen Schaden oder sowas. Ja, also... Gibt es einen Intelligenzwurf? Ja, das Ausführliche wäre jetzt einen Intelligenzwurf ablegen. Wenn man den nicht schafft, ist alles in Ordnung und so weiter und so fort. Aber ich sage gerne, wenn ihr mehr als 5 verliert, euer Charakter trifft eine extreme Entscheidung oder ist für ein paar Runden im Spiel nicht mehr für logische Dinge zu gebrauchen. Aber ihr entscheidet, wie ihr das macht. Ob ihr schreiend wegrennt, ob ihr erstarrt, ob ihr in den Kampf übergeht, ob ihr in Zungen sprecht. Das liegt ganz bei euch. Ich will euch das nicht aufzwingen. Ja, ihr hört alle, wie Robert, wie ihr es noch nie gehört habt, schreit wie am Spieß in einer Tonhöhe, die ihr nicht gedacht habt, dass aus dieser dickeren Kehle rauskommen kann. Er rennt nur durch die Umkleide, schnappt sich sein Zeug, das Handtuch fliegt weg und er rennt einfach nur aus dieser Therme raus und rennt weiter. Er achtet noch nicht mal mehr auf Julius und Jan, er rennt nur weg. Ein nackter Mann, schreiend, kommt mit seiner Kleidung unter dem Arm aus dem Hammam gerannt. Also wahrscheinlich hüpfe ich hinten hier so quasi hinterher und versuche so halb meine Hose anzuziehen und das Hemd wird nicht mehr zugemacht, völlig egal, nur noch irgendwie das Jackett angezogen. Nur Hose drüber und Klamotten über die, einfach mit und raus. Und während ich in den Vorraum laufe, schreie ich schon, weil ich weiß ja nicht, wo sie hingegangen sind. Wir gehen. Versuche mich angemessen schnell aufzurichten, soweit ich es denn kann, so wirklich hochzuspringen, dass der Stuhl weggeschoben wird, denn ich wittere Gefahr. Fleischberg, schnell! Was macht das Chamäleon? Welche Farbe hat das Chamäleon? Das Chamäleon ist in meiner Kleidung sowieso schon, also in meinen Haaren, in meiner Kleidung schon verschwunden. Man sieht es nicht, aber ich spüre ein leichtes Zittern. Ich schätze, es ist schwarz. Okay. Falls ihr den Bruder gesehen habt, bringt den mit.
Ich halte mir die Angst vor die Augen, um keine nackten Männer sehen zu müssen. und dann ziehe aber schon mal aus der Handtasche mit der anderen Hand prophylaktisch den Revolver und stehe auf, um mich zum Gehen zu wenden. Der Bruder sitzt da noch? Ja, beziehungsweise der springt jetzt auch auf, okay, und macht ein paar Schritte rückwärts von euch weg. Würde ich ihn versuchen noch zu greifen, um ihn ja, quasi mitzuziehen. Du weißt, ne? Hier, Handgemenge. Ja, und mit Handgemengen kennen wir uns ja aus. Haben wir jede Menge Handgemenge schon gesehen. Mhm. Ja. Aha, ein extremer Erfolg. Ich habe eine 5 gewürfelt bei einer nötigen 50. Du packst ihn und nimmst ihn in den Schwitzkasten. Geil. Was für die Leute, die gerade aus dem Hammam rausgerannt sind, vermutlich unerklärlich ist, er nimmt irgendeinen Fremden, der bei ihnen am Tisch saß, in den Schwitzkasten. Oh Gott, jetzt ist der total durchgedreht. Guinevere steht auch auf. Das Chaos ist wie bestellt schon da. Und sie läuft den nackten Männern hinterher. Würde sie jetzt unter normalen Bedingungen nicht tun, aber sie kennt ja diese Pappenheimer. Wie weit folgt uns dieser Fleischberg denn wirklich? Der quillt tatsächlich in den Umkleideraum hinter euch her und stößt die ganze Zeit heißen Dampf aus, der säuerlich schweißig riecht. Dann hat er aber das maximale Volumen erreicht, aber ihr hört erstickende, gurgelnde, wirklich, also durch euer Mark ziehende Schreie aus dem Hauptraum des Hammam. Also ich habe diese Stabilitätsprobe nicht umsonst geschafft. Ich werde jetzt mal so weit wie ich kann in diesem Umkleideraum bleiben, mich in Ruhe anziehen und meine Krawatte ordentlich binden. Gutes Aussehen hat schon immer geholfen, Situationen wie diese. Der entsetzte Kassierer kommt an dir vorbeigelaufen, sieht das Fleisch da aus der Tür quellen, fängt an. Es ist schön, wie es aussieht. Presst sich gegen die Wand. Du siehst, dass sich so ein feuchter Fleck in Höhe seines Schrittes ausbreitet. Es ist schlimmer, als es aussieht. Dann verfällt er in ein Gebet. Also das heißt, der Fleischberg ist immer noch in dem Umziehraum und das heißt, wir sehen nicht. Nein. Großartig. Ich laufe raus. Das ist gut, dass wir den nicht sehen. Muss ich auf Stabilität würfeln, wenn ich einen nackten Hintern sehe? Nein, du bist Französin. Entschuldige mal. Großartig. Es ist vor allen Dingen total beknackt. Es kommen halbnackte Typen reingerollt und brüllen Fleischberg und alle rennen. Also es ist irgendwie... Ja, und irgendwie niemand weiß auch, in welche Richtung man rennt. Julius Petersen hat auf einmal den einen Typen in den Schwitzkasten genommen, steht auf. Und zerrt ihn hinter uns her sozusagen. Aber wohin? Ich folge Vernon, er hat gesagt, ich soll ihn mitnehmen. Und wo läuft Vernon hin? Raus. Und wer nimmt die restlichen Statuenteile? Ach ja. Na, das wäre jetzt unpraktisch. Ich wollte gerade sagen, wenn das da, also ich weiß nicht, ob ich in der Situation daran denke, aber wenn wir alle aufstehen, müssen wir jetzt würfeln, ob wir dran denken. Also ich habe jetzt auf nicht dran gedacht. Auf Intelligenz, ja, das wird super. Sie haben dran gedacht. Also ich habe ihn definitiv nicht mitgenommen. Also Susan, Mario war drin, ja. Der hat ganz andere Dinge, mit denen er sich gerade beschäftigt. Aber Susan darf auf Intelligenz würfeln, ob besser sie dran denkt. Nimm meinen Wurf. Zum Glück ist Susan sehr intelligent mit einer 15. Ja. Das heißt, du schleifst mühselig die Statuenteile hinter dir her. Ach, ein Revolver. Da kann ich mir die Hand nicht vor die Augen halten. Oh Gott, dann... Ja, aber bei Robert Schmitz lohnt sich das vielleicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das aber mitkriegen, nehmen wir ihr die Sachen natürlich ab. Weil wenn sie jetzt quasi wartet auf mich mit zwei so Säcken hinterher und nicht hinterherkommt, ist das für den Arsch. Ein schreiender Teehausbesitzer läuft hinter euch her und will bezahlt werden. Und dann kommt auch Robbie Gilmore fertig angezogen aus dem Hammam. Ich laufe oben, oder? Ich bezahle den Teehausbesitzer. Immer so, was macht die denn? Ist doch alles in Ordnung. Ich versuche, den beruhigende Worte zuzurufen. Wo sind denn alle? Ja, also Julius Petersen steht draußen auf der Straße und hat einen dir unbekannten türkischen älteren Mann im Schwitzkasten. Robert Schmitz läuft und nackt Kleidung, die ich noch nie gesehen hab, die Straße oder? Runter. Mhm. Ja. Und Julius Petersen hat Kleidung an, die du noch nie an ihm gesehen hast. Ja. Und der Rest verlässt gerade das Café oder das Teehaus. Also ich verlasse es auch, versuche ich, mit dem Typen halt im Schwitzkasten. Ja, der nehme Susan gerade eine Tasche. Meine Damen, die werden uns nicht folgen. Es ist alles gut.
Das ist in Ordnung, aber was ist denn mit denen los? Die sind ein bisschen gestresst. Ich streiß meine Haare zurück. Ja. Herr Petersen, ich glaube, Sie können Margret B. loslassen. Es ist sogar für unsere Verhältnisse erstaunlich schlecht gelaufen. 5 Sekunden sind nicht viel Vorsprung. Richtig. Mr. Gilmore. Das war doch eine leere Drohung. Das eine leere Drohung? Ein aus dem Hammam rausquälender Fleischberg war eine leere Drohung? Robert Schmitz geht weiter. Er hat den Umkleideraum nicht verlassen. Er schreit und rennt. Was macht Burnham? Wer ist das? Ich zeige auf den, den du im Schwitzkasten hast. Das ist der Bruder. Herr Magriat. Hast gesagt, ich soll ihn mitnehmen. Herr Magriat presst jetzt beide Hände gegen den Unterarm. Mach mal einen Wurf auf Mana. Oha. Mana. Oh, Petersen 46 von 55. Also gerade so. Also Julius Petersen. Ach so. Okay, deswegen warte ich, wer auf Mana sagst du. Nein. Mana. 59 habe ich da immerhin. Ja, aber 64 gewürfelt, also nicht geschafft. Wo seine Fingerspitzen deine Haut berühren, fängt sie an, Blasen zu schlagen. Das ist erstmal im ersten Moment nicht schmerzhaft, aber fühlt sich sehr komisch an, so als würde jemand Murmeln unter deine Haut schieben oder kleine Ballons und dann langsam aufblasen, bis die Spannung immer stärker wird. Und dann wird es schmerzhaft, als so mit leisem Plock, diese Blasen sich miteinander verbinden und dein Unterarm wie ein Ballon anschwillt, als die Haut sich vom Bindegewebe, von den Muskeln und dergleichen zu lösen beginnt. Also im ersten Moment gucke ich mir das noch faszinierend an, weil tat ja nicht weh. Und nachdem es anfängt, immer größer zu werden und wirklich weh zu tun, fange ich halt auch an zu schreien wie so ein Verrückter, was ich langsam auch werde. Lass ihn natürlich los, stoß ihn von mir. Mein Arm, Mann, mach, dass das aufhört. Ich greife hinter ihm und sag: Du wirst, dein fucking Bruder will deinen verdammten Tod und du wirst uns jetzt verdammt nochmal helfen. Wie wär's, wäre das nicht eine Idee, wenn die Obrigkeit in der Bruderschaft abgelöst werden wird? Mach, dass das aufhört! Und mach, dass das aufhört, vorher, bitte. Er presst eine Fingerspitze gegen die Haut, die wieder in sich zusammensinkt. Wollen wir nicht vielleicht euren nackthintern Freund einfangen? Und dann erklärt ihr mir, was ihr genau von mir wollt? Unbedingt. Zu seiner Verteidigung, ich zeige auf Julius, Sie sind weggelaufen und wir wurden überfallen. Kann jemand hier auf diese Startunteil aufpassen? Dann halte ich mir die Hand wieder vor die Augen und versuche. Herr Schmitz! Ja, Herr Schmitz ist schon 2 Kreuzungen weiße, fürchte ich. Ja, ich sagen. Dann kann er aber gerne auch die Kontrolle über sich zurückgewinnen. Sehr entsetzte Leute starren dich an aus allen Richtungen. Ich frage höchste halt immer. Frauen. Ja, ich frage dann immer, haben Sie einen nackten Mann du gesehen? Du brauchst und wenn gar Sie nicht fragen, nicht alle zeigen direkt die Straße runter. Ja. Und du findest Robert Schmitz in einem Kreis von schimpfenden Einwohnern der Straße. Ja, Schnauze, ich zieh mich ja schon an und aus und könnt ihr auch meine ordentliche Sprache sprechen. Entschuldigung. Oh, Herr Schmitz. Oh. Ja, ist gut. Ich ziehe die Hose ja schon hoch. Geht es Ihnen gut? Nein. Gut, ich habe nur aus Höflichkeit gefragt. Es ist natürlich sehr offensichtlich, dass es Ihnen nicht gut geht. So geil. Ich brauche Schnaps. Ich hab was einstecken, falls Sie was brauchen dringend. Mega, gib her. Wir sollten nicht auf der Straße trinken. Das wird nicht gerne gesehen. Alter. Sind wir alle zusammen? Ja. Der Rest hast du ihm gerade meinen Schnaps gegeben? Ja. Warte, seinen Schnaps hast du im Hotel? Also nein, ist es nicht das Laudanum. Nein. Und seinen Schnaps, der Schnaps brennt im Hotel. Aber vielleicht brauchen Sie was? Brauchen Sie was, Herr Liebessen? Brauchen Sie? Ja. Ja? Dringend. Gut, dann gebe ich ihm die entsprechende Anzahl an Tropfen. Nicht mehr nicht? Was? Nein.
Ich würde auf dem Weg also nicht so wie ich jetzt, sondern keine Abstände zwischen den Worten zu machen, auf Makriat einreden. Das meine Idee, dass es, weil wir sollen an diesem Abend in der Moschee mit allen Statuen teilen und ihnen kommen. Sie werden natürlich umgebracht, das ist natürlich vollkommen klar. Also niemand würde das jemals bezweifeln, aber wie wäre es denn, also Sie sind Ihrem Bruder auch nicht besonders zugetan, glaube ich. Und wir sind, also wie gewissermaßen sind wir die Statuenbesitzer und Ihr Bruder ist im Besitz von Dokumenten, die uns dazu helfen können, diesen Besitz zu übertragen. Und ich wäre durchaus bereit, Ihnen bei allen unseren Differenzen diesen Besitz zu übertragen, wenn Sie uns helfen. Wie ist Ihr Bruder und es ist eine Bruderschaft. Es wäre doch an der Zeit, wenn der andere Bruder diese Bruderschaft übernehmen würde. Ja, eine Bruder, den Bruderschaft. Wie viele Brüder hat eure Bruderschaft eigentlich so? Hier in der Stadt um die 50. Ja. Ja, das sind recht viele, verdammt. Ja, das ist doch gut für Sie, wenn Sie die Bruderschaft übernehmen. 50 Leute kann man doch gebrauchen für alles Mögliche. Vielleicht kommen Sie doch mal mit. Und er geht in Richtung einer Seitengasse. Ich komme mit. Schlängelt sich durch mehrere durch, pocht an einer Tür, tauscht mehrere laute Worte auf Türkisch mit jemandem aus und dann werdet ihr durch eine Bäckerei geführt, in der es tatsächlich ziemlich gut duftet. Wo kann ich mir noch ein Teilchen? Also hier wird Fladenbrot gebacken, aber du kannst dir ein mit Sesam bestreutes Fladenbrot klauen. Wenn du willst. Naja, warum nicht? Zack. Wenn man schon mal da ist. Ja. Und dann seid ihr in einem Innenhof, wo ein niedriger Tisch und mehrere niedrige Stühle aufgestellt sind und dann jemand euch Tee bringt nach ein paar kurzen Worten mit Makriat. Der massiert kurz sein Gesicht wieder in die euch vertraute Form. Das ist ja ein großartiger Fetentrick. Das ist so widerlich, ist das. Ich bin hin und her gerissen, es ist einerseits bestimmt nett, aber andererseits tun Sie das bitte nicht nochmal. Wie sieht er jetzt aus? Ein relativ kurzer, schlanker Mann mit mittelbrauner Haut, kurzem schwarzem Haar, in sehr fein gestutzten, sehr schmalen Oberlippenbärtchen, eng stehenden, dunkelbraunen Augen, etwas steilen, recht dichten schwarzen Augenbrauen, einer Nase mit so einem kleinen Knick tatsächlich, schmalen Lippen und langen, eleganten Fingern, mit denen er jetzt wieder eine Zigarette aus seinem Etui klaut. Und das heißt, er sieht schon allgemein recht attraktiv aus? Ja, doch, auf so eine gefährliche Art und Weise, aber sehr gepflegt. Oh! Ihr seht, wie Guinevers Einstellung sich ändert. Jetzt reden wir. Der hat gerade sein Gesicht verschoben. Erzählen Sie mir nicht, Sie haben da noch nie drüber nachgedacht. Ernsthaft. Erzählen Sie mir nicht, es gibt keine Pläne, wie die Führung der Bruderschaft wechseln können. Nun, sagen wir so, ich hatte schon gehofft, über Sie in den Besitz des Simulacrums zu kommen. Und dann meinem Bruder die Schriftrollen abzujagen, um die Kontrolle über die Brüderschaft zu übernehmen. Ich gebe aber auch offen zu, dass ich zu Beginn der Meinung war, dass ich nicht gemeinsam mit Ihnen an der Übergabe des Simulacrums arbeiten würde, sondern, gegen uns. Ja. Dinge verändern sich. Wir haben uns ja jetzt besser kennengelernt und vielleicht würde es mir jetzt sogar ein bisschen schwerer fallen, Sie umzubringen. Und jetzt, ich würde dich immer noch Arschloch nennen. Charmant. Ja. Jetzt, wo wir so gute Freunde sind, könnten wir doch auch einen gemeinsamen Plan gegen Ihren Bruder schmieden, oder? Wir haben Zeit bis heute Abend. Das ist richtig. Diese Brüder alle in einem Wir sollten hier recht Gebäude? Sicher sein. Ich denke, heute Abend, wenn Selim die Übergabe des Simulacrums erwartet, werden sie sich alle in der Roten Moschee versammeln. Keine aktive Moschee mehr. Eine dem Verfall überlassenes Gotteshaus. Wie groß ist Ihr Einfluss in Ihrer Bruderschaft? Wie viele Leute haben Sie auf Ihrer Seite? Die meisten derjenigen, die mir direkt treu waren, habe ich auf dieser Reise vielleicht verheizt. Aber es gibt noch ein paar Leute, vielleicht ein Dutzend in dieser Stadt, die mir treu sind. Und die Bruderschaft
besteht aus wahren Gläubigen. Ein Zeichen ihres Gottes. Zu meinen Gunsten? Will sie auch zu meinen Bediensteten machen. Ansonsten können sie den Trick doch bestimmt auch mit dem Gesicht ihres Bruders machen. Sie kennen ihn mit Sicherheit gut genug, dass das zumindest Verwirrung stiften kann, oder nicht? Sagen wir mal so, Angehörige der Bruderschaft sind auch etwas mehr geübt darin, Spuren solcher Fähigkeiten zu erkennen. Gut, dann hoffen wir eben auf ein Zeichen Gottes, nicht wahr? Wie gefährlich ist Ihr Bruder? Was ist das für eine Frage? Bruder ist ein... Ich will wissen, was er noch für Tricks hat. ...kränklicher Mann. Aber ein sehr mächtiger... Ich denke, Sie würden es Magier nennen. Kränklich, was heißt das? Oh, kann kaum gehen. Kann kaum gehen. Das ist ja ein Jammer. Wie ist er denn da gerade reingekommen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mein Bruder war, von wem auch immer Sie reden. Mein Bruder macht solche Dinge nicht persönlich. Also wenn Sie Magier sagen, bedeutet das, dass wir Feuerkraft brauchen und höchstwahrscheinlich diese Moschee anzünden werden, oder? Sprengen. Ist das Ihre Antwort auf alles? Das ist so meine Antwort alles. Auf alles. Ich würde sprengen. Also, und wenn ich das auch ganz ehrlich sagen darf, das ist auch meine Antwort auf Sie, falls Sie uns in den Rücken fallen. Ich werde es mir merken. Vielen Dank für die Warnung, Mademoiselle Beaumont. Also ich bin ja nicht von Anfang an dabei, aber ich kann bestätigen, also Vernon kann Ihnen sicher bestätigen, dass relativ viele Dinge im Verlauf dieser Reise angezündet wurden. Feuer funktioniert ganz exzellent. Wir haben eine Spur von Bränden durch Europa hinterlassen. Sozusagen. Ich trinke nur das Hotel. Wir haben es immerhin geschafft, diesen ekligen, uralten, zerfledderten Toten umzunieten. Sie haben Fenerlik vernichtet, das ist richtig. Das war möglicherweise auch der Moment, wo ich mir überlegt habe, vielleicht eher mit Ihnen zu arbeiten als gegen Sie. Mhm. Also, wie können wir das machen mit dem Gottes? Was kann die Statue? Kann man mit ihr irgendwas machen oder dass man ihrem Bruder entgegentreten kann? Mein Bruder wird vermutlich so eilig wie möglich, weil er nicht mehr lange leben wird und weil die Konstellation der Sphären aktuell recht günstig ist, das Ritual beginnen, um das Simulacrum an ihn zu binden. Sobald er damit angefangen hat, sind seine magischen Kräfte gebunden in diesem Ritual. Wie lange dauert so ein Ritual? Und dann ist er nur noch ein kränklicher Mann in einem Rollstuhl. Das eine Frage dazu direkt. Wenn, aber um das anfangen zu können, dieses Ritual, braucht er die Teile des Simulacrums. Das ist richtig. Und wie lange dauert das Ritual? Nicht lange tatsächlich. Wird ich kenne den sterben? Text tatsächlich selber nicht, weil mein Bruder die Schriftrollen eifersüchtig hütet. Aber ich weiß, dass es nicht länger als 10 Minuten an Worten sein kann, die man vortragen muss von der Menge des Textes. Würde er Ihnen denn glauben, wenn Sie sagen, Sie haben eingesehen, dass Sie einen schrecklichen Fehler gemacht haben? Nein. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Schade. Ich habe gerade überlegt, ob wir es Ihnen nicht vorschicken können, um ihm den Rücken zu stärken vor diesem Ritual und ihm vielleicht das letzte Teil, das er noch brauchte, in die Hände zu spielen. Das würde nicht funktionieren? Ich halte es für unwahrscheinlich. Na gut. Dann ich denke, mein Bruder möchte mich tot sehen und sehr wenig wird ihn davon abbringen können. Etwas, das auf Gegenseitigkeit beruht. Maria irrt nach dir. Ist Vernon denn irgendein Hindernis, wenigstens? Also, entschuldige, Vernon, aber ich meine, letzten Endes kann er das Simulacrum einfach an sich dranbinden, währenddessen es ihm gehört? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ja, ich auch, aber ich nehme es nicht persönlich, keine Sorge. Ja, ich hoffe das. Das, nein. Die
einfache Bindung, die durch Besitztum kommt, bringt ihre eigenen Schwierigkeiten mit sich, ist aber nicht im Vergleich zu dem Ritual einer richtigen Bindung. Das bedeutet, er kann seine Bindung drüber binden und dann sind beide dran gebunden, zeitgleich? Oh nein, Mr. McAllister wird dann innerhalb von kürzester Zeit unter den Nachwirkungen des Verlustes des Simulacrums leiden. Oh. Und die sehen wie aus, genau? Seine Haut wird bei lebendigem Leib anfangen zu verfaulen und abzufallen. Können wir das irgendwie, dass wir mehr Zeit haben, verzögern? Gibt es ein, kann man die Bindung stärken oder irgendwas anderes damit anfangen, von dem Sie wissen, was Sie uns... Machen Sie als Vernon ein Magier. Wir könnten doch Vernon komplett an das Simulacrum binden. Wir haben das Ritual nicht. Weil wenn das gebunden wäre, dann könnte Ihr Bruder es ja nicht auch binden, richtig? Nicht ohne Mr. McAllister zu töten. Das würde das zumindest verzögern, immerhin. Ja, ja, das wäre auf jeden Fall schon mal schwieriger als... Aber er will ja keine Skrupel haben, Mr. McAllister aus dem Weg zu schaffen. Oh nein, ja. Naja. Es aber geht ja auch nur welche darum, Mittel hat er denn auf Dauer? Er hat ja nicht mehr viel Zeit, das ist ja sein größtes Problem. Er hat 50 Brüder der Haut in dieser Stadt und einige Jahrzehnte magisches Wissen und keine Skrupel. Ich meine damit, die meisten Menschen zögern immer noch, jemand anders schweren körperlichen Schaden zuzufügen oder jemand umzubringen. Ja. Also wenn wir diese 50 Brüder alle in dieses Gebäude kriegen und das Ding explodiert oder sowas, hat er keine 50 Brüder mehr. Also ich, es ist natürlich sehr unüblich für mich, aber wenn wir jetzt einmal gerade die Feuerkraft außer Acht lassen und dann vielleicht einmal darauf zurückkommen, dass Sie sagten, wenn die Brüder ein göttliches Zeichen sehen würden, dann würden sie eventuell auf ihre Seite wechseln. Wie würde denn so ein göttliches Zeichen denn aussehen? Oh, wenn mein Bruder auf tragische Art und Weise sterben würde, bei dem Ritual zum Beispiel. Das ist ein göttliches Zeichen. Sehr göttliches Zeichen, ja doch. Durch eure Macht Antwort schafft Recht. Wie ist denn der Metabolismus wie ist es um den Metabolismus Ihres Bruders bestellt? Wird der Wollen Sie wissen, wie sein Stuhlgang ist oder was? Das so wäre bestimmt hilfreich. So genau wollte ich das nicht wissen. Danke, aber also ich meine, die ganzen körperlichen Veränderungen, die Frage ist, wie tiefgreifend das ist. Wirken Substanzen noch berauschend auf ihn? Er ist ein Mensch. Er hat also eine zerstörerische Nervenkrankheit. Die Tatsache, dass er mittlerweile mehr oder weniger in den Rollstuhl gefesselt ist, hat nichts mit der Magie zu tun. Nein, die Magie ist eine Art und Weise, dagegen anzukämpfen. Also man könnte theoretisch, wir haben ja noch ein bisschen Laudanum und vielleicht könnten wir mehr besorgen. Vielleicht könnten wir dafür sorgen, dass er für das Ritual... Und wie wollen Sie ihm das einflößen? Naja, also er isst und trinkt doch noch, oder? Können wir nicht was anderes nehmen? Naja, wir könnten auch was anderes nehmen, wenn Sie spontan denn was anderes da hätten, Herr Petersen. Was haben Sie denn ausgemacht? Heute Abend. Liefern dich aus. Dich und die Statue. Sie und die Statue, Entschuldigung. Dann ist mein Vorschlag, dass wir das machen. Genau. Und dann hoffen wir darauf, dass mein Bruder erst das Ritual vollenden wird, bevor er mich umringt, weil er sich Zeit lassen möchte. Weil er den Triumph genießen möchte. Ist er ein sadistischer Drecksack? Klingt auf jeden Fall so. Die sind verwandt. Also. Ich bin aber dafür, dass wir... liegen in der Familie. Ich wäre dafür, einen Backup-Plan zu haben. Gibt wenn es... alles schief geht. Entschuldigung. Tun wir was? Alles umbringen, was wir können. Und hoffen, dass wir überleben. Moschee anzünden. Bindungsleute, die Waffen besorgen können. Schusswaffen. Wir haben doch Schusswaffen. Schusswaffen. Naja, aber nichts, womit wir eine Moschee. Wir sollten uns so wenig wie möglich in der Stadt bewegen bis heute Abend. Mhm. Mein Bruder hat auch überall, und ich meine das wörtlich. Ja. Dann kriegen wir keine 50 Kultisten, Brüderschaftsmenschen erschossen. Da brauchen wir mehr. Herr Roberts guckt so auch auf sein Neunereisen. Recht hat er. Gibt es. Ich kann vielleicht etwas Munition besorgen lassen. Gibt es
Also wir werden doch verfolgt wegen dieser Statuenteil von allen möglichen Leuten. Gibt es vielleicht andere Gruppierungen in der Stadt, denen man so eine Information zuspielen könnte, dass es länger dauert? Gibt es irgendeine Möglichkeit für meinetwegen mich irgendetwas, ein was auch immer, Zauberschriftrolle, was auch immer vorzulesen, damit das Ritual länger dauert, irgendetwas? Stimmt, wir laden noch eine andere feindliche Gruppe zu der Party ein. Es wir haben dieses gibt keine diese feindliche Gruppe, aber es gibt eine Wesenheit. Mir ist was? Auch eine Wesenheit eine recht. Wesenheit. Eine Wesenheit. Es gibt eine Wesenheit. Nein. Ja? Ach, Susan. Nein. Was für eine Wesenheit? Die Bruderschaft nennt es den Hautmann oder den Mann aus Häuten. Natürlich. Mhm. Und? Geist ist vielleicht das falsche Wort, aber die Bruderschaft foltert und mordet seit Jahrhunderten auf dem Gelände der Roten Moschee. In den unterirdischen Gängen und Zellen, die sich dort befinden, die übrigens durchaus auch Ausgänge woanders in der Stadt haben. Und all das ist in das Mauerwerk dieser sehr alten Stadt gesickert und die Magie und der Wahnsinn auch immer mehr. Und deswegen manchmal manifestiert sich etwas, das aussieht wie die Überreste all derer, die in kleine Stückchen geschnitten wurden. Lappen aus Haut, Trauben aus Augen, Hände, die aneinander gewachsen sind, Finger an Finger an Finger, wie ein Tausendfüßler. Ich glaube, wir haben die Brüder haben ausgesprochen große Angst davor. Ja. Und wie können wir es beschwören? Was stimmt nicht mit euch? Da. Es geht hier um unser Leben und um ein Abenteuer. Also, wie genau beschwören wir es? Für den Notfall. Es geht genau, natürlich nur um unser Leben. Theoretisch. Ja. Es geht um unser Leben. Glaubt ihr wirklich, dass so ein etwas unserem Leben zuträglich ist? Nein. Unserem Leben ganz sicher nicht. Aber wenn wir uns in einem Moment befinden, wo unsere Leben im Blick auf das kosmische Ganze einfach völlig irrelevant geworden sind, wäre das eine Option. Und das Ding hasst mit Sicherheit ihren Bruder deutlich mehr als uns. Ja, exakt. Es besteht aus Leid und aus Schmerzen und aus Überresten. Und ein paar Gefangene haben berichtet, dass es ihnen erschienen ist und ihnen nichts angetan hat. Gefangene von der Brüderschaft? Wenn sie Mitleid mit ihm hatten und sanft zu ihm gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das ihre Stärke ist, Mademoiselle Beaumont. Nein, aber Susan hat das. Mitleid? Natürlich. Also gibt's sanft, meinte er, glaube ich. Ach so. Gibt es noch irgendetwas, was wir tun können, um diese ganze Bindungsgeschichte zu langsamer zu machen? Nein. Oh ja. Der Plan ist doch. Schade. Zumindest wäre das mein Vorschlag, zu warten, bis das Ritual begonnen hat. Oder fast abgeschlossen ist und alle Magie und Konzentration meines Bruders darauf gerichtet ist, bevor wir losschlagen, ihn erledigen und dieses Zeichen eines Gottes die Situation zu unseren Gunsten umschlagen lässt. Aber da haben wir immer noch die Frage, wie wir ihn erledigen. Das ist eine gute Frage. Er ist immer. Ja, sein Bruder, wenn er sein Ritual macht. Er ist ein Mann in einem Rollstuhl. Messer raus, Messer. Wir müssen aber immer noch an ihn rankommen. Er wird ja nicht alleine in einem großen Saal stehen und sagen, hey, ich mache jetzt mal mein Ritual und niemand ist hier. Da werden ja bestimmt ein paar andere Leute sein. Wenn es eine Ablenkung gibt, kann ich das erledigen, keine Sorge. Ich bin vielleicht nicht mein Bruder, aber ich bin immer noch, er zieht eine neue Zigarette raus, immer noch ein Initiant der Brüder der Haut. Ich habe den Hautlosen gesehen. Toll für dich, glaube ich. Vermutlich mal. Seine Namen und Geheimnisse gelernt. Aber es ändert nichts an, so wie ich aussehe. Renne ich da nicht mal rein und haue ihm ins Gesicht oder sowas. Das ist vorbei, Leute. Ich denke, dann solltet ihr euch entscheiden, wer was macht.
Wer spielt die Person, die mich als armen Gefangenen übergibt? Und ist jemand bereit, in den Katakomben, in der Finsternis, zwischen den Gemarterten nach einem Gespenst zu suchen? Mesdames et Messieurs, ich denke, wir haben hier schon mal eine Freiwillige für, was sagten Sie, diesen Fleischmann? Den Mann aus Haut. Ja, genau. Die Vorhaut. Ich übernehme auf jeden Fall mit Mademoiselle Beaumont. Amüsant. Sie brauchen auf jeden Fall Hilfe mit dem Fleischmann. Ich denke, zwei Frauen kümmern sich gut darum. Ich hatte die Hoffnung, diese ganze Ritualgeschichte für mich ein wenig angenehmer zu gestalten, für den Fall, dass das zeitlich alles nicht so ganz hinhaut, aber da ich kann dir das Laudanum geben für den Fall, dass es wirklich schlimm wird. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Danke. Dann das Laudanum. Herr Petersen, jetzt seien Sie nicht so. Seien Sie nicht so. Das ist ein Notfall. Mein Bauch, mein Auge. Haben Sie es nicht so? Jetzt sehen Sie das doch mal realistisch. Sie haben Ihre Dosis bis für in 3 Stunden schon bekommen. Ja. Außerdem haben Sie vorhin eine ganze Flasche geäxt. Und ich bewahre Sie hier vor einem sehr glücklichen Laudanum-Tod. Und außerdem sind wir vielleicht bald alle tot und dann tut Ihnen auch nichts mehr weh. Ja, aber genau deswegen, ich finde, so langsam klingt ein glücklicher Laudanum-Tod echt gar nicht mehr so verkehrt. Sie können doch auch werden. Haben Sie sich mal das hier angehört? Fleischmann! Herr Petersen, atmen Sie ein, atmen Sie aus, finden Sie Ihre innere Mitte. Vernon kann Ihnen doch auch den einen oder anderen Tropfen geben. Ich bin rausgeschnitten worden, meine innere Mitte. Stopp, bitte streiten Sie sich nicht. Wir müssen hier einen Plan fassen und nicht uns hier wie in einem Kindergarten. Danke, Mademoiselle Beaumont. Der Vorhaut wird es damit verziehen. Also, ich kann mich wohl schlecht drücken. Ich kann Sie gerne ausliefern. Unterdrücke auch ein Vorhauen in sein Gesicht. Also, wenn ihr mir noch irgendwie ein Schießeisen besorgt, ein vernünftiges, dann komme ich ja gerne mit und stelle mich da irgendwie, versuche da irgendwo mich im Hintergrund zu halten, wenn es dann losgeht, aus der Entfernung da auch irgendwie noch zu unterstützen. Ich frage mal, was wir besorgen können. Womit können Sie denn umgehen? Bus. Alles, was mehr oder weniger schießen kann. Idealerweise ein Gewehr. Er geht zu einem Fenster, klopft und hält sich dann, das geht auf an einer von den Bäckern, schaut raus, wechselt kurz ein paar Worte, dann Jagdflinte oder Schrotflinte? Eher Jagdflinte. Ein Karabiner? Ehemaliges englisches Militärmodell? Das würde funktionieren. Kann ich Ihnen besorgen und 20 Schuss Munition. Okay, dann kann ich mich nützlich machen. Zum ersten Mal. Das hören wir doch gerne. Wir kommen zurück. Also, Mr. McAllister übergibt mich. Mademoiselle Beaumont und Miss McAllister reden im Keller mit Geistern. Was macht der Rest? Mr. Gilmore, spielen Sie dabei auf. Es wird kein Klavier in der Moschee stehen, nicht wahr? Nein. Sehen Sie? Ich glaube, ich werde Mr. McAllister den Rücken stärken und Ihren anderen Arm sozusagen umklammert halten. Ich bleib bei Julius. Kann ja nicht zulassen, dass ihn noch einer aufschlitzt. Und wo wird Mr. Petersen sein? Naja, ich werde versuchen, irgendwie mit reinzukommen und mich halt dann, ich weiß nicht, reinzuschleichen, ist wahrscheinlich das falsche Wort in meinem Zustand. Naja, Sie können in den Keller kommen, wie die Damen. Das wäre eine Option, dass wir im Keller mitkommen und es dann trennen. Das klingt gut. Trennen klingt immer gut. Chameleon wird aktiv, klettert. Ja, ich wollte gerade fragen. Klettert auf Guinevere herum und stöbert offensichtlich nach Snacks. Offiziell sind nur. Es hat mich gerade angepinkelt. Nur, ich wollte gerade fragen, wie sieht das denn aus? Ist das orange, grün, gelb, braun? Das Pipi oder das Tier? Also, Pipi. Gelb? Ich weiß nicht, wie kann man. Nein, ich meine, also nicht das Pipi, also ich meine das Tier. Das Tier ist grünlich-gelb aktuell. Großartig, ich versuche ihm von meinem Sesam zu geben.
Ja, es wer biegt den von deinem Daumen und schaut dabei nachdenklich mit dem einen Auge nach oben und mit dem anderen nach hinten. Sehr nachdenklich, ja doch. So sehe ich auch immer aus. Wer von euch schleppt die Statuenteile mit? Ja, es werden wohl entweder ihr werdet die da verteilen müssen. Oder ich sein müssen. Ja, ihr müsst die ja oben haben, ne? Wir können die nicht mehr. Ja. Dann ja. habe ich noch eine Frage. Und zwar eine Frage zu dem Simo-Dingsi. Lakum? Ja. Wenn ich, und dann gehe ich an eine Tasche und hole da so einen Arm raus, wenn ich gegebenenfalls einen Finger abbrechen würde und den zufällig in der Hosentasche hätte, wäre das eine Katastrophe? Ich wäre beeindruckt, wenn Sie schaffen können, im Simulacrum einen Finger abzubrechen. Also irgendein kleines Teil zu entfernen, gegebenenfalls, um noch etwas zu stören? Oder fällt es auf? Gibt es solche Möglichkeiten? Seitdem es in der Französischen Revolution zerschlagen worden ist, ist es niemand mehr gelungen, Teile davon abzubrechen. Wer hat es denn zerschlagen? Und wie? Ich weiß nur, dass Fenalik von Revolutionsgarden gestellt wurde und es dann einen heftigen Kampf in seinem Landsitz gab. Dabei wurde das Simulacrum zerstört. Wie genau, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich bin so schlecht in Geschichte. Was hatten Sie denn da? Die Franzosen? Ja. Wut auf den Adel. Sprengstoff? Geht das mit Wut? Ich meine, naja gut, ich bin sehr wütend, versuche meinen Finger abzubrechen. Fehlgeleitete Wut, wie ich immer schön sage. Aber zurück zum Thema, nicht wahr? Klingt doch so, als hätten wir einen Plan. Ein Gewehr wird besorgt, Munition wird besorgt. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Mir gehen allerdings die Zigaretten aus, die werden auch besorgt. Oh ja, das wäre schön. Ich zück so meine Schachtel aus der Innentasche und reich ihm halt auch so ein kleines Zigarillo. Oh. Danke, wir können tauschen. Ihr nehmt einen davon. Alkohol. Dachte das Gesicht. Das wäre jetzt hilfreich. Will hier eher wenig ausgeschenkt. Ja, schade. Das ist Istanbul, aber die meisten Menschen hier sind immer noch Muslime. Das ist schade für den Alkohol. Und ehrlich gesagt auch für uns, oder? Ja, für uns ist das sehr schade. Aber die Menschen dürfen natürlich ihre Religion gerne so ausleben, wie sie möchten. Oh, wie groß ist das für mich? Ist nur schade für mich. Das sehen nicht alle Briten so? Nein. Nein, tun sie nicht. Die meisten der europäischen Mächte sehen das nicht wirklich so. Ja. Ich habe noch mal, ich muss noch eine Sache fragen. Magier. Sind alle Magier sterblich? Nur mal so, Interesse halber. Das kann ich nicht beantworten. Das willst du nicht beantworten. Ich würde sagen, die Antwort ist ein klares Jein. Es kommt darauf an, auf welche Quellen Sie sich stützen, wenn Sie sich das genauer anschauen. Warum ist das wichtig? Reines Interesse. Ich glaube, es bezieht sich auf die Feuerkraft, die wir ihm gegenüber haben. Und Guinevere zeigt auf unseren Gast. Aber ist das jetzt auf Gast? Ich bin genauso sterblich wie mein Bruder. Es gibt wenig Alkohol in dieser Stadt, aber haben Sie Benzin? Ja, natürlich, wir haben Autos. Könnten Sie vielleicht ein oder zwei Kanister Benzin besorgen und ein paar Flaschen? Ja, ich denke schon. Fantastisch. Ich werde es nicht trinken, keine Sorge. Es bleibt mir, Dank zu sagen an Mirko als Julius Petersen. Sehr gerne. An Mauki als Guinevere Beaumont. Wenn ihr Mauki noch nicht folgt auf Twitch, dann tut das doch jetzt vielleicht einfach mal. Aber ich nehme an, ihr kennt sie eh schon. Bei Mauki sieht man süße Tiere wandern auf einer sehr schönen Insel, Inhalte zu Mental Health und Gaming. Und außerdem ist Mauki super. So. Dann vielen Dank an Erik als Vernon McAllister, der alles mitschreibt. Sehr gerne. Vielen Dank an Patrizia als Mario Pedersoli, der Magriat hasst. Ja. Und verdammt starkes. Ja. Kaputt machen. Und vielen Dank an Walker als Robert Schmitz. Immer gerne. Walker könnt ihr auch auf Twitch folgen, da wird Gaming und Pen and Paper gemacht. Vielen Dank an Oliver als Robert Gilmore, dem könnt ihr nicht auf Twitch folgen, aber Bücher macht er. City of Mist zum Beispiel. Es war mir ein Fest.
Und Evie, vielen, vielen Dank für deinen Auftritt als Susan Elizabeth McAllister. Die gerne. Vielen Dank, dass du da sein durfte. Und der braucht dir nicht auf Twitch zu folgen, denn die streamt hier. So. Montags normalerweise ist DSA-Tag, da ist dann Evies Domäne. Gute Nacht! Wieder panisch winken. Tschüss. Oh, gute Nacht. Panisch.